Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind dabei, uns die Vorzüge und Nachteile verschiedener Formen von Demokratie klarzumachen, weil es ist klar, dass das Leistungsprofil von Demokratie ziemlich stark von einer Reihe von weiteren Faktoren abhängt, wobei die am gesichertsten geltende Aussage die ist, dass Einfaches meistens falsch ist, zwar Richtiges treffen kann, aber über viele wichtige Bedingungen nicht informiert und Komplexes dann ab und zu keine klaren Strukturen mehr erkennen lässt, weil eben zu viel auf einmal in den Blick genommen wird. Folglich müssen wir so einen Mittelweg zwischen Grobschlechtigkeit und Differenziertheit finden. Wir haben das gemacht beim Vergleich von Mehrheitsdemokratien mit Formen von nicht-majoritären Demokratien und wollen jetzt einen ähnlichen Mittelkurs zwischen zu viel Detail und zu viel Grobschlechtigkeit beim Vergleich von Repräsentativ- und Direktdemokratien versuchen. Beide Typen von Demokratien, also solche, die im Wesentlichen über Repräsentationsorgane funktionieren und solche, die ganz wesentlich zu ihren Funktionselementen Volksabstimmungen haben. In beiden Typen von Demokratien finden wir, dass die Gesellschaften über ihre Verhältnisse leben, dass es also Staatsverschuldung gibt, die ab und zu nur noch auf dem Papier tragbar ist, wo aber die Gläubiger ihr Geld am besten rechtzeitig abschreiben. Und in beiden Formen von Demokratien finden wir eine Vernachlässigung des Nachhaltigkeitsprinzips, nämlich Vernachlässigung der Interessen der nachrückenden Generationen. Denen wird dann ein Land mit überalterter Infrastruktur, mit zu wenig jungen Leuten und allen sonstigen Defekten überlassen. Wenn man nun Demokratien mit starken plebiszitären Instrumenten mit Repräsentativdemokratien systematisch vergleicht, findet man über diese Gemeinsamkeiten, also gemeinsamen Fehlern, dann aber doch einige Unterschiede. Wenn es mehr plebiszitäre Instrumente gibt, gibt es eine vergleichsweise stärkere Berücksichtigung der Interessen der nachrückenden Generationen, vor allem Bildungswesen, öffentliche Infrastruktur, wobei man hinzufügen muss, dass so furchtbar viele Demokratien nicht so stark ausgebaute plebiszitäre Instrumente haben, sodass wir in vielen Bereichen dann einfach Sondereffekte von der Schweiz, von Kalifornien oder von anderen Bundesstaaten vorfinden. Wir sehen aber schon, dass mit mehr plebiszitären Instrumenten durchaus andere Akzente bei der Struktur der Staatsausgaben einhergeht, nämlich der Ausbau sozialstaatlicher Strukturen ist einfach zögerlicher, Trittbrettfahrereffekte sind sozusagen erschwert. Einer der Gründe liegt darin, dass sich die Funktion von Parlamenten inzwischen sehr gewandelt hat. Früher waren ja die Ständevertretungen als Vorläufer von Parlamenten die Versammlungen jener Leute, die den Staat zu finanzieren hatten, weil das Eigengut des Fürsten in der Regel nicht ausreicht, um Armeen aufzustellen, Brücken zu bauen und so weiter. Das heißt, die Parlamente, Ständevertretungen, bestanden aus Leuten, die möglichst wenig Geld ausgeben wollten, weil sie es selbst zu bezahlen hatten aus ihren eigenen Besitzungen. Moderne Parlamente mit frei gewählten Abgeordneten geben ja nicht das eigene Geld aus, sie geben das Geld der Steuerzahler aus. Infolgedessen liegt die Versuchung immer nahe, zu sagen, o Volk, wenn du uns wiederwählst, werden wir folgende soziale Verbesserungen einführen. Also mehr Geld für dies oder jenes ausgeben. Im Grunde läuft das darauf hinaus, dass man die Staatsausgaben als Mittel, boshaft formuliert, zur Wählerbestechung verwendet. Dass man also die Leute nicht fragt, wollt ihr wirklich dafür das Geld ausgeben und dafür an der und der Stelle sparen? Abgeordnete sagen, das mit dem Sparen ist gar kein Problem, da schichten wir manches um, aber wenn wir wiedergewählt werden, machen wir Folgendes zusätzlich. Und das liegt hinter diesem Befund, dass es in politischen Systemen mit starken plebiszitären Instrumenten, also starker Volksbeteiligung, eine doch anders akzentuierte Struktur der Staatsausgaben gibt. Eine größere Zügelung des Staates bei größerem Spielraum privater Interessen ist auch zu beobachten. Da gibt es einige Dissertationen, die etwa hier am Deutschen Institut für sachunmittelbare Demokratie in der Schriftenreihe erschienen sind. Und natürlich, wenn Sie mehr Volksabstimmungen haben, gibt es auch mehr Betätigungsmöglichkeiten und folglich eine größere politische Rolle für finanzstarke und organisationsstarke Gruppen.
eine Volksabstimmung muss ja irgendwie herbeigeführt werden durch Unterschriftensammlungen, es muss Propaganda gemacht werden. Ja, und wer Geld dafür hat, kann natürlich all das leichter nutzen als Leute, denen es an Geld fehlt. Folglich gehört zu starken plebiszitären Instrumenten offenkundig auch eine besonders intensive Kontrolle des Finanzgebarens. Und die politischen Entscheidungskosten sind auch höher, weil ja eben nicht nur in Parlamenten Mehrheiten zu schaffen sind, sondern eben auch unter der Bevölkerung. Wenn aber Volksabstimmungen durchgeführt werden über umstrittene Politikfelder, dann gibt es in der Regel auch eine größere Befriedungskapazität. Wenn eine Stadt, sagen wir mal Dresden, sich nicht über einen Brückenbau einigen kann und alle zerstritten sind und alle vor Gericht ziehen, kann eine Volksabstimmung, ob ein solches Bauwerk errichtet werden soll oder nicht, durchaus befriedend wirken, weil eine höhere Appellationsinstanz als die Wählerschaft gibt es in einer Demokratie nun einmal nicht. Also das sind so einige Dinge, die beim Vergleich von Repräsentativ- und Direktdemokratien schnell ins Auge springen. Der ganz wesentliche Unterschied ist aber der zwischen etablierten Demokratien, also die eingeführt sind, die eingespielt sind, und fragilen, wo alles zum ersten Mal versucht werden muss und noch ziemlich wackelig ist. Das ist tatsächlich die wichtigste Unterscheidungslinie im Performanzprofil von Demokratien. Schauen wir, um klare Begriffe zu haben, auf einige Definitionen. Unter etablierten Demokratien verstehen wir Gemeinwesen mit einer fest verankerten, idealerweise seit einigen Jahrzehnten verlässlich funktionierenden Demokratie, also sowas wie die Schweiz oder unser eigenes Land. Hingegen versteht man unter einer fragilen, also zerbrechlichen Demokratie ein Gemeinwesen ohne eine fest verankerte Demokratie mit einer noch defizitär funktionierenden Demokratie, wo eben erst ausprobiert werden muss, schaffen wir es überhaupt, uns auf diese komplizierte demokratische Weise zu regieren. Und so fragile bzw. hybride Demokratien, wie wir das genannt haben, haben auch einige Unterformen, die seien jetzt noch einmal genannt. Es gibt die ausschließenden Demokratien, bei denen größere Bevölkerungssegmente vom Wahlrecht ausgesperrt sind. In der Schweiz bis in die 1970er Jahre in etlichen Kantonen die Frauen, in Europa ohnehin bis zum Zweiten Weltkrieg. In den USA die schwarze Bevölkerung bis hin sogar in den 60er Jahren und nachwirkend, wo die schwarzen Bevölkerungsteile sich erst einem Literarizitätstest in den Südstaaten unterziehen mussten, um nachzuweisen, dass sie wählen können, was natürlich ein Akt der Demütigung war, den sich manche Leute nicht antun wollten. Es gibt die sogenannten Domänendemokratien. Gemeint ist, dass in einem Staat zwar Demokratie herrscht, dass aber nennenswerte Teile der Bevölkerung oder auch des Staatsgebietes davon ausgenommen sind, dass es Vetomächte gibt wie das Militär, in welches die demokratisch gewählten Politiker nicht hineinzuregieren haben, dass es sowas gibt wie Guerillagruppen, früher in Kolumbien, Mexiko, in Chiapas und so weiter, wo einfach Teile des Landes dem Zugriff der Regierung entzogen sind und folglich die Demokratie nicht wirksam ist. Es kann auch sein, dass es große Wirtschaftsunternehmen gibt, die große Teile von Wirtschaft und Gesellschaft beherrschen und die sich, insbesondere wenn es sich um international tätige Unternehmen handelt, dem Zugriff der demokratisch gewählten Führung entziehen. Dann spielt zwar Demokratie eine Rolle, aber eben nicht in allen Teilen des Landes. Wir haben auch gesprochen von den illiberalen Demokratien, wo nämlich die für Demokratie wichtige wechselseitige Kontrolle der öffentlichen Gewalten umgangen wird, wo Rechtsstaatlichkeit systematisch verletzt wird, systematisch und aus politischen Gründen verletzt wird. Und hier diese fragilen Demokratien noch einmal vor Augen geführt habend und sie den etablierten Demokratien gegenüberstellend, lässt sich insgesamt empirisch feststellen, das politische Leistungsprofil von fragilen Demokratien ist in fast allen Bereichen geringer, bei der Herstellung öffentlicher Sicherheit, Gerechtigkeit und von Sozialstaatlichkeit und so weiter ganz zu schweigen. Die Legitimitätslage von solchen fragilen Demokratien ist angespannt, eben weil sie nicht richtig als Demokratien funktionieren und dann doch immer wieder an ihren Ansprüchen gemessen werden, wirken sie nicht sonderlich gut und ihr Herrschaftsanspruch gilt dann häufig als sehr fragwürdig. So viel also zu unterschiedlichen Formen von Demokratien. Und nun wollen wir nicht mehr Demokratien miteinander vergleichen, das haben wir ausführlich genug getan, sondern uns Demokratien, diese
seltene Form politischer Herrschaft und Diktaturen diese häufige Form politischer Herrschaft im Leistungsvergleich ansehen. Der zusammenfassende Befund aller möglicher empirischer Systemvergleiche ist der, und in die Details werden wir anschließend gehen: etablierte Demokratien, also die eingeführt sind, die gut funktionieren, die haben eine größere politische Produktivität. Sie produzieren mehr politische Güter wie Sicherheit, Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter als jede andere, insbesondere jede diktatorische Regierungsform. Es ist die Überlegenheit von Demokratie gegenüber Diktaturen allerdings begrenzt. Sie sind nicht in jeder Hinsicht überlegen. Und obendrein wird die Überlegenheit von Demokratie speziell als Demokratie durch methodologische Fehler oft überschätzt. Manche Leistungen, die man der Demokratie zuschreibt, haben gar nichts mit Demokratie, sondern mit den Voraussetzungen von Demokratie zu tun, etwa mit der Rechtsstaatlichkeit zu tun, die es freilich in Diktaturen auch nicht gibt. Umdrehen ist es so, dass Demokratien bei manchen Aufgaben nur mäßige Ergebnisse erzielen, also nicht sozusagen den politischen Himmel auf Erden versprechen, das ohnehin nicht, und garantieren, das erst recht nicht. Und so gut Demokratien sind und stabile erst recht, so gilt doch, dass einige gefährliche Herausforderungen auch für leistungsfähige Demokratien bestandsgefährdend bleiben. Das ist also ein sehr gemischter Befund, und von ihm aus müssen wir jetzt in die Tiefe gehen. Schauen wir auf die höhere Produktivität von etablierten Demokratien. Wenn man sie mit fragilen Demokratien an erster Stelle und mit autokratischen Regimen in zweiter Linie vergleicht. Hier zeigt die Literatur, dass etablierte Demokratien mehr produzieren an politische Gleichheit, und politische Gleichheit ist wiederum eine der Voraussetzungen für Wohlbefinden. Man kann es auch an Gesundheitsindikatoren messen, dass Gesellschaften insgesamt gesünder sind, wenn es mehr Gleichheit in der Gesellschaft gibt. Beteiligungschancen der Bevölkerung sind in Demokratien naturgemäß höher als in Diktaturen. Rechenschaftspflicht der politischen Führung, also die Notwendigkeit der Bevölkerung zu erläutern, warum man etwas tut oder nicht tut, weil man nämlich ansonsten politisch bestraft wird durch abgewählt werden oder zumindest Einbußen an Sitzzahlen der eigenen Partei im Parlament. Diese Rechenschaftspflichten, die werden wesentlich stärker in Demokratien durchgesetzt. Auch die Transparenz politischer Vorgänge ist in der Regel in Demokratien höher, eben weil es freie Medien, eine freie Presse, auch mehr Möglichkeiten gibt, überhaupt aufzuklären, was die Regierenden da so treiben, als wenn sie sich auf ihren Datschen, in ihren Palästen oder in ihren Hofkammerzirkeln von der Öffentlichkeit abschotten. Und weil Demokratien gebunden sind, einesteils an Recht über den Modus der politischen Verantwortlichkeit, andererseits rückgebunden sind an Wahlergebnisse, und weil man nun durch die Beobachtung der Wählerschaft durchaus abschätzen kann, welche Politik bei der Wählerschaft auf Zustimmung, welche andere aber auf Ablehnung trifft und meistens Politiker kontraproduktive Politik zu vermeiden trachten. Deswegen ist in Demokratien es auch so, dass man wesentlich leichter sich klarmachen kann, was denn demnächst auf der politischen Agenda steht. In Diktaturen oder in Halbdiktaturen wie jetzt der türkischen ist man nie sicher, was der Staatspräsident als nächstes unternimmt. In Demokratien gibt es dann zwar auch die großen Kehrtwenden von Regierungen, denken Sie in Deutschland an die Kehrtwenden bei der Energiepolitik, bei der Wehrpflicht, bei der Migrationspolitik, aber abgesehen davon ist wesentlich mehr Berechenbarkeit da als in autoritären Regimen, und folglich kann man sich auch leichter darauf einstellen, was die Politik so macht. Wenn Politik halbwegs berechenbar ist, halbwegs zu dem passt, was die Bevölkerung wünscht, wenn zumindest die Verfahren als akzeptabel gelten, was man sie auch überprüfen kann, dann entsteht auch leichter der Glaube an die Legitimität, also an das Zurechtbestehen einer politischen Ordnung. Insofern haben Demokratien stets eine größere oder haben funktionierende Demokratien stets eine größere Legitimationsleistung als diktatorische Regime. Diktatorische Regime hängen sehr stark von der Output-Legitimation ab, also dass die Politik für die Leute wirklich etwas Gutes bringt, was man aber selten garantieren kann, insbesondere angesichts verzwickter globaler weltwirtschaftlicher Zusammenhänge. Demokratien, die sehr stark auf Inputqualität setzen, also auf Beteiligungschancen der Bevölkerung, auf Kontrolle, die die Bevölkerung ausüben kann, die weisen meist höhere Legitimität auf und somit auch wesentlich weniger Risikoneigung in Bezug auf Revolutionen oder Staatsstreiche.
Weil die Kontrolle der politischen Klasse in Demokratien stärker ausgeprägt ist, auch mehr Transparenz besteht, kann man in Demokratien auch die Selbstprivilegierung der politischen Klasse leichter eindämmen, die Paläste von Staatschefs, Ministern, die Günstlingswirtschaft, wo man sich dann wechselseitig die Millionen zuschiebt, die aus der staatlich geförderten Wirtschaft schieben Millionen an den Staat und an die Politiker und die fördern dafür wiederum durch Steuergelder, Wirtschaftsbetriebe. All diese Kreisläufe, die wir alle nicht haben wollen, lassen sich in Demokratien wesentlich leichter, wenn schon nicht unterbinden, so doch zumindest ausdünnen, als es in Diktaturen möglich ist. Und bei der Sicherung der Freiheit der Bürger sind Demokratien im Vergleich zu Diktaturen ohnehin unschlagbar. Das ist alles sehr, sehr schön. Schauen wir auf Weiteres, wenn wir nun Demokratien speziell mit autokratischen Regimen vergleichen. Demokratien aufgrund ihrer Konzeptionsweise bieten einfach wesentlich größere Chancen, politische Führer ohne Gewalt abzulösen. Also die Notwendigkeit für Aufstände, für Putsche, für Revolutionen und die ganzen Folgeschäden, die sind in Demokratien deutlich reduziert. Jeder weiß, wann der nächste Wahltag ist. Und in einer etablierten Demokratie weiß man, dass eine abgewählte Regierung, wenn schon nicht ohne Murren, dann aber doch zumindest ohne Widerstand, ihre Ministersessel und Kanzlerämter räumt. Die Opposition übernimmt die Macht, meistens sogar in Form einer freundlichen Zeremonie, und die Opposition, die an die Macht kommt, wird von der scheidenden Regierung sogar noch mit allen guten Wünschen für die Amtsführung bedacht, wie es eigentlich zivilisiert ist und sich gehört. Dafür sorgt eben der für Demokratien typische und idealerweise auch akzeptierte Wahlmechanismus. Die Folgeerscheinung der Möglichkeit, politische Führer ohne Gewalt abzulösen, die Folgeerscheinung Nummer eins ist, dass es jetzt berechenbare Nachfolgemechanismen gibt. Sie müssen nicht immer voll berechenbar sein. Kein Mensch weiß, wer auf Angela Merkel nachfolgen wird und wann es soweit sein wird. Und nehmen Sie andere Beispiele, den General de Gaulle und so weiter und so fort. Aber im Unterschied zu Diktaturen weiß man genau, dass anlässlich von Wahlen oder anlässlich des Verlusts parlamentarischer Mehrheiten oder anlässlich von Misstrauensvoten eine geordnete Ablösung politischen Personals möglich ist. Man muss lediglich geeignete Nachfolgekandidaten aufstellen, etwa für ein konstruktives Misstrauensvotum. Und da wiederum kennt man die innerparteilichen Gebräuchlichkeiten. Wer kommt in Frage als Herausforderer eines abtreten müssenden Alpha-Tiers und wer nicht? Das alles mag denn zwar im Einzelnen taktisch komplex sein und nicht so leicht zu überschauen, insbesondere nicht für Außenstehende, aber im Grunde kann man das alles mit einigem Durchblick beobachten, handhaben und sich darauf einstellen. Folgeerscheinung Nummer zwei der Möglichkeit, die Demokratie bietet, um politische Führer ohne Gewalt abzulösen, ist eben der konstante Wiederwahlmechanismus. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und das heißt, politische Parteien sind stets zur Rechenschaftslegung vor den Bürgern gezwungen. Wenn sie Grausamkeiten zu begehen haben, wie das Brechen von Wahlversprechen, ja, dann geschieht es in der Regel gleich nach der Wahl. Und dann kann man sehen, ob das Brechen von Wahlversprechen sinnvoll oder sinnfrei war. Und dann kann man den Bruch von Wahlversprechen verzeihen oder bestrafen bei der nächsten Wahl. Man hat Zeit, die Sache zu bedenken, weil man gewiss ist, die nächste Wahl kommt bald. Freilich muss dann die nächste Wahl auch relativ bald kommen. Man darf die Wahlperioden nicht allzu sehr ausdehnen. Wenn aber wiedergewählt werden wird oder eben die Wiederwahl verweigert wird, und wenn klar ist, wann der nächste Wahltermin ist, dann sind politische Führer gezwungen, responsiv zu sein, also sich auf die Sichtweisen, Präferenzen, Wünsche, Anliegen, Sorgen der Bürger einzulassen und auf Präferenzänderungen der Bürger zu reagieren. Tun sie das nicht, ja, dann entstehen Protestparteien, die am Schluss die Koalitionsbildungsmöglichkeiten verändern, ja, vielleicht sogar selbst an die Macht gelangen. Und weil das alles so ist, und wenn Politiker klug sind in etablierten Demokratien und sich auf all diese Konsequenzen ihres Handelns einstellen, dann werden sie in der Regel ziemlich leistungsfähige Vernetzungsstrukturen aufbauen. Vernetzungsstrukturen zwischen der politischen Klasse und der Bürgerschaft, denn das braucht man in Gestalt der Wahlkreisarbeit, um responsiv sein zu können. Das braucht man in Wahlkämpfen, um nämlich Unterstützung mobilisieren zu können. Und es werden Politiker auch Vernetzungsstrukturen zwischen sich selbst
also zwischen verschiedenen Parteien, obschon sie konkurrieren, errichten, sodass die politische Klasse auch in sich ziemlich schnell handlungs- und kompromissfindungsfähig ist. Und wenn das alles so kommt, dann entsteht unterm Strich dann eine ziemlich gute Legitimitätslage eines politischen Systems. Es kann immer darauf verwiesen werden, wir sind dann nicht durch Waffengewalt ins Kanzleramt gekommen, sondern ihr habt uns das letzte Mal gewählt. Ihr schimpft so unsere Politik, weil ihr sie nicht begreift, wir werden es euch besser erklären, weil ihr noch nicht die guten Folgen unserer Politik seht, am Wahltag werdet ihr sie gesehen haben. Infolgedessen kann ein vernünftiger Mensch dann schwerlich sagen, ne, die ganze Regierung muss weg. Naja, sie kann bei der nächsten Wahl abgewählt werden, aber bis dahin gibt es keinen Grund, sie am Regieren zu hindern. Schauen wir noch weiter auf die höhere Produktivität etablierter Demokratien, wiederum im Vergleich mit autokratischen Regimen. Falls es gelingt in einer Demokratie, die auf Gewaltenteilung und Konkurrenz aufruht, falls es dort gelingt, Systemblockaden zu vermeiden, was nicht immer gelingt, etwa im deutschen Fall blockiert immer wieder mal der Bundesrat die Tätigkeit des Bundestages und somit der Bundesregierung, falls es aber gelingt, Systemblockaden zu vermeiden, ja, dann kann man erkennen, wie die politischen Funktionsketten, wie die politischen Aktionsketten ablaufen. Man kann politische Prozesse kalkulieren. Man kann abschätzen, was die Folge welcher Handlung sein wird. Das geht nicht immer auf. Ab und zu ist man ganz erstaunt, welche Konsequenzen eine eigentlich nur als sehr nebensächlich geltende politische Handlung auswirkt. Aber in der Regel erlebt man keine zu großen Überraschungen. Und das wiederum erweitert den Zeithorizont, in dem Bürger, in dem die Gesellschaft, in dem die Wirtschaft ihre gesellschaftlichen Aktivitäten planen kann. Insbesondere für Wirtschaft ist es wichtig, verlässliche Rahmenbedingungen zu haben. Also sich darauf verlassen zu können, es wird keine drastischen Änderungen des Steuersatzes geben, keine drastischen Einflussnahmen des Staates auf die Zinspolitik von Zentralbankern, keine drastischen Veränderungen der Gesetzeslage. Nur wenn man weiß, worauf man sich in den nächsten 10 Jahren einstellen kann, kann man so etwas wie Großinvestitionen planen und tätigen und unternehmerisch verantworten. Es braucht also gestreckte Zeithorizonte. Gestreckte Zeithorizonte brauchen Verlässlichkeit der Institutionen. Das hat Legitimität zur Voraussetzung und die wiederum kann Demokratie ziemlich gut schaffen. Wenn also durch Demokratie, durch eine funktionierende Demokratie wohlgemerkt, der Zeithorizont, in dem Bürger und Wirtschaftssubjekte planen können, erweitert wird, dann wird auch möglich eine bessere Ausschöpfung der wirtschaftlichen Ressourcen einer Gesellschaft, der sozialen Ressourcen. Es macht Sinn, Sozialfigurationen aufzubauen, Unternehmen, Verbände aufzubauen, weil man weiß, das ist eine Tätigkeit, die endet nicht abrupt nach 3 oder 4 Jahren, sondern die kann auf 10 Jahre, auf 20 Jahre angelegt sein. Und wenn man sich irgendwann darauf verlassen kann, ja gut, die aktuelle Politik verändert sich so wie das Fernsehprogramm, aber der Fernseher wird funktionieren, ganz gleich, was drauf läuft, ganz gleich, welche Sendung ich an ihm einschalte oder nicht. Wenn man also weiß, das Ganze funktioniert, auch wenn die Inhalte sich ändern und die jeweils Regierenden, dann stabilisiert das auch die Rahmenbedingungen eines solchen freiheitsverbürgernden und freiheitsnutzenden Systems. Nicht zuletzt haben Demokratien eine wesentlich größere Anpassungsfähigkeit an veränderte Umstände und eine größere Problemlösungsfähigkeit. In Demokratien, insbesondere in Demokratien pluralistischer Art, ist ja sozusagen die Fehlersuche und das Reagieren auf politische Fehler nachgerade eingebaut. Was ist denn Opposition anderes als ein gigantisches Fehlersuchsystem? Wenn ich als Opposition an die Macht kommen will und lebe in einer Demokratie, muss ich die Wähler davon überzeugen, dass die Regierung aus Taugenichtsen oder Fehlermachern besteht, unsere Partei und ich selbst ohnehin ganz toll bin. Wie weise ich das nach? Indem ich vor Augen führe, das macht die Regierung falsch und das und das und das auch. Und das wären meine Vorschläge. Das heißt, man sucht Probleme, man sucht Fehler, aber man versucht, Problemlösungsvorschläge vorzulegen. Einfach nichts zu sagen, alles ist schlecht, aber keine eigenen Alternativen anbieten zu können, ja, das wird einen nicht an die Macht bringen, sondern höchstens als Protestpartei eine Zeit lang stabilisieren. Und weil das ganze demokratische Willensbildungsgefüge so funktioniert, ist es kein Wunder, dass moderne Gesellschaften, die die Herausforderungen gesellschaftlicher und technischer Umbrüche sehr gut meistern, in der Regel Demokratien sind. Und Demokratien haben obendrein eine wirkungsvolle Gewaltenteilung.
die es auch immer wieder nachbessern können, wenn Defekte im Funktionieren des Gemeinwesens sichtbar werden, und gesicherte Rechtsstaatlichkeit und ein ziemlich großer und verlässlicher Schutz von individuellen Menschen- und Bürgerrechten, das zeitigt wiederum vielerlei Früchte von Freiheit, als da sind. Das freiwillige, sich selbst einbringende Bürger in die Politik, Kreativität der Bürger bei zivilgesellschaftlichen Problemlösungen. All das hat eine diktatorische Gesellschaft nicht. Gorbatschow, als er um seine Perestroika rang, erklärte einmal resigniert: Wir haben es auch viel schwerer als ihr in den Demokratien. Wir, die Kommunistische Partei, wir müssen unsere eigene Opposition sein. Wir müssen die Leute motivieren, die wir so lange kujoniert und geschuriegelt haben. Das ist schwierig, darum geht es auch nicht so schnell voran. Es ging, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gut voran. Eher brach das System zusammen, als dass man es so schnell auf freiheitliche Funktionsweisen hätte umstellen können. Es gibt noch einige Bereiche, wo Demokratien, etablierte, gut funktionierende Demokratien, ziemlich gute Leistungen erbringen. Sie haben mehr persönliche Freiheitsgrade für die Bürger, für die Vereinigungen, für die Unternehmen eines Staates im Bereich der Arbeitsbeziehungen, der Wissenschafts-, der Bildungspolitik. Das sind all die Bereiche, wo Diktaturen sehr skrupulös selbst steuern. Was sollen die Leute wissen? Welche Forschungen dürfen gemacht werden? Darf in einer Diktatur geforscht werden, wie der staatliche Herrschaftsapparat genau funktioniert oder welche Umweltverschmutzungen die Regierungspolitik einer Diktatur wie der DDR auslöst? Nö, das ist in der Regel unterbunden. Die Daten gibt es nicht. Wer sie zusammenträgt, macht sich verdächtig. Für so entsprechende Forschung gibt es kein Geld und keine Stellen an öffentlichen Hochschulen. Und bei den Arbeitsbeziehungen, ja, manche Diktaturen machen sich anheischig, selbst die Arbeitsbeziehungen zu regeln, ob das nun kommunistische oder Franco-artige Diktaturen sind. Und weil das so ist, mehr persönliche Freiheit und mehr Innovationskraft verwirklicht und genutzt wird, haben Demokratien auch auf bestimmten Politikfeldern einfach bessere Leistungen als Diktaturen. Arbeitsschutz, wo es wirklich um die Lebensqualität der ansonsten leicht Ausgebeuteten geht. Umweltschutz, weil ja viele in der Gesellschaft betroffen sind von Umweltschäden. Wenn die sich einbringen können mit ihrem politischen Druck, ja, dann ändert sich schnell etwas, als wenn die Regierung diktatorisch festlegen kann: Hier bauen wir eine Schmutzschleuder und da auch, weil das einfach notwendig ist im Rahmen unseres X-Jahre-Plans. Auch bei der Sozialpolitik haben Demokratien, weil sie meistens die Wirtschaft besser entfesseln als Diktaturen, wesentlich mehr Knete zu verteilen und können folglich sozialpolitisch mehr veranstalten. Eine Ausnahme scheinen auf den ersten Blick zu sein und sind auf den ersten Blick auch die sozialistischen Staaten. Die machten eine Sozialpolitik, die sozusagen soziale Sicherung von der Wiege bis zur Bahre verbürgte. Freilich auf etwas reduziertem Leistungsniveau. Alt zu sein und ins Altersheim zu müssen, war in der DDR nicht wirklich ein Spaß. Und es ist der Staat an der Überforderung seiner Ressourcen im sozialpolitischen Bereich auch mit zugrunde gegangen. Aber kurzfristig haben die sozialistischen Staaten hier vielerlei geleistet, auch billige Mieten unter Vernachlässigung der Substanz der Wohngebäude, vielerlei geleistet, was man aber nachhaltig und langfristig unter demokratischen Bedingungen wesentlich besser hinbekommt. Und noch ein weiterer Bereich ist anzusehen, der unterm Strich sehr viel Rendite abwirft, weil wenig Zerstörung erzeugt wird. Nämlich Demokratien neigen wesentlich weniger zur Kriegsführung als Diktaturen. Von globalen Spielern, die sich alles herauszunehmen erlauben, was sie wollen, wie der USA als zeitweise Weltführungsmacht abgesehen, haben Demokratien eine ziemlich geringe Neigung, Krieg zu führen. Und wenn Krieg geführt wird, wie etwa von der Bundeswehr in Afghanistan, dann darf es nicht Krieg heißen. Dann sind es Stabilisierungsmaßnahmen, ist es Schutz für Provincial Reconstruction Teams oder sowas ähnliches. Keinerlei Neigung erkennen wir bei Demokratien zur Kriegführung untereinander. Solche Fälle sind unbekannt, dass demokratische Staaten wechselseitig zum Krieg hetzen.
Das hat eine angenehme Folge, die man sich schön ausmalen kann. Je mehr demokratische Staaten es auf Erden gibt, also je mehr Staaten mit einer geringen Neigung Krieg zu führen, umso geringer ist auf internationaler Ebene das Sicherheitsdilemma. Also die Notwendigkeiten von Staaten, sich gegen mögliche Übergriffe anderer Staaten selbst zu schützen, weil es ja keine übergeordnete Instanz gibt, vergleichbar der innerstaatlichen Polizei, die einen bei Attacken schützen könnte. Und eben dieses Sicherheitsdilemma im internationalen Bereich führt ja zu Rüstungswettläufen, zu Bündnisbildungen, die dann die Neigung zu Präventionskrisen oder zu Präventionskriegen auslösen. Das heißt, eine Lösung des Problems auf Erden Frieden zu schaffen, wäre tatsächlich die Verbreitung von Demokratie überall auf der Erde. Fehlt dann dafür nicht viele Voraussetzungen, sollte man dringend zu diesem Weg raten. Es gibt noch eine zweite Folge. Je geringer das Kriegsrisiko ist, umso weniger Vorkehrungen muss man für den Kriegsfall treffen. Mit umso weniger Rüstung kommt man aus. Umso mehr Friedensdividende kann man einstreichen. Umso mehr Ressourcen ökonomischer und gesellschaftlicher Art werden frei für produktive und für humanitäre Zwecke. Man braucht keine allgemeine Wehrpflicht. Man muss das Geld nicht für Kanonen ausgeben. Man kann es für die Verbesserung von Straßen und Schienenwegen ausgeben. Wenn Friede garantiert ist, was am besten dort gelingt, wo demokratische Staaten miteinander umgehen. Und tatsächlich geben Diktaturen im Durchschnitt größere Prozentanteile ihres Wirtschaftsprodukts für Militärbelange aus als Demokratien. Der überlagernde Faktor, sozusagen der Störfaktor, die Drittvariable ist die globalpolitische Rolle. Natürlich geben die USA, obwohl eine Demokratie, gigantische Summen für Militär aus, nicht weil sie unbedingt Krieg führen wollen, sondern weil sie sich in der Rolle als Weltpolizist eingerichtet haben und durchaus auch erleben, dass es nicht immer zum Besten internationaler Stabilität ausschlägt, wenn der Weltpolizist kneift. Und ebenso fällt es sich mit den Ausgaben für innere Sicherheit. Weil Demokratien mehr Legitimität produzieren, brauchen sie weniger Repression, müssen sie weniger Geld für Repression ausgeben. Manche Leute haben versucht auszurechnen, welchen Anteil des Bruttosozialproduktes die DDR für ihren Staatssicherheitsapparat und seine Repressionstätigkeit ausgab. Es war ein Haufen Geld. Die Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf in der einschlägigen Literatur, wenn Sie das aber schnell recherchieren können. Das also an guten Nachrichten über Demokratie und Diktatur, und die Entscheidung ist klar, wann immer man die Wahl hat, ist Demokratie immer besser als Diktatur, weswegen es verantwortungslos ist, fahrlässig ist, abzulehnen, abzuwehren ist, wenn man Demokratien durch Übernutzung, durch Fahrlässigkeit gefährdet. Aber diese nur mehrfach beschriebene Überlegenheit von Demokratie ist durchaus beschränkt und sie wird auch in der Regel überschätzt, weil viele guten Wirkungen von Demokratie nicht auf die Demokratie, sondern auf ihre Voraussetzungen zurückgehen, nämlich auf Rechtsstaatlichkeit. Ohne Rechtsstaatlichkeit funktioniert Demokratie nicht, ohne mit Rechtsstaatlichkeit identisch zu sein. Aber wo der Rechtsstaat herrscht, also nicht Faustrecht herrscht, wo Gerichte für Gerechtigkeit sorgen, ja, dort lösen sich viele gesellschaftliche Probleme wesentlich leichter, als wo das fehlt. Und dann kann man obendrauf noch die Maschinerie der Demokratie setzen. Demokratien entstehen meistens aus säkularisierten oder entstehen meistens in säkularisierten politischen Kulturen, wo also nicht religiöse Wahrheitsansprüche dem Politikmachen vorgeordnet sind. Damit aber entfallen schon die wichtigsten und nach geschichtlichen Erfahrungen blutigsten Konflikte, nämlich die zwischen ins Metaphysische hineinreichenden Weltanschauungen. Diese Friedlichkeit, die Absenz von Religions- und Ideologiekriegen, die geht dann aber nicht auf die Demokratie zurück, sondern sie ist die Voraussetzung dafür, dass man sich den Luxus intensiven pluralistischen Streites überhaupt erst leisten kann. Auch der höhere wirtschaftliche Entwicklungsstand, den wir in Demokratien vorfinden, muss nicht unbedingt auf die Demokratie zurückzuführen sein. Vergleichende Untersuchungen zeigen, dass erst ab einem gewissen Niveau an Wohlstand, das heißt an von der Wirtschaft produzierter Mehrprodukt, das man dann
Gerechtigkeit sichern und den Staat stabilisieren verteilen kann, dass erst ab diesem Niveau überhaupt Demokratie möglich wird. Wiederum sind es also die Voraussetzungen von Demokratie, von denen es abhängt oder auf welche die guten Leistungen von Demokratie zurückgehen. Und gesellschaftliche Stabilität, ihrerseits eine Voraussetzung für Demokratie, erlaubt auch leichter legitime Herrschaft, Absenz von Repression und so weiter. Weil sozusagen die Umstände, in denen Demokratie gedeiht, besser sind, denn sonst gäbe es keine Demokratie, wären die Umstände nicht besser, ist es eben mit Demokratie in der Regel viel besser als ohne Demokratie, ohne dass Demokratie selbst den Unterschied ausmachte. Es gibt noch weitere Gründe und weitere Hinweise darauf, dass wir gerne die Überlegenheit von Demokratien überschätzen. Das wird insbesondere klar, wenn wir auf die Kontextfaktoren von Demokratie blicken. Demokratiezufriedenheit, die ihrerseits Demokratien stabilisiert. Demokratiezufriedenheit ist sehr stark Zufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit eines wirtschaftlichen Systems. Die ostdeutsche Demokratieunzufriedenheit nach der Wiedervereinigung ging meist einher mit der Klage, schaut nur an, was die Wesses mit uns gemacht haben. Sie ruinieren die Wirtschaft, ruinieren unsere Biografien. Eine schöne Demokratie haben die uns beschert. Seitdem die wirtschaftlichen Verhältnisse besser sind, hat sich das etwas verändert. Jetzt ist es die Zufriedenheit mit Zukunftsaussichten angesichts von Einwanderung und Integrationsproblemen, welche dann die Demokratiezufriedenheit negativ beeinflussen. Aber die Leistungsfähigkeit des wirtschaftlichen Systems zumal hängt wesentlich mehr vom Entwicklungsstand der Produktivkräfte ab als von den demokratischen Spielregeln. Und dazu tragen eben die Faktoren, die vorhin schon behandelt worden sind, Wesentliches bei. Rechtssicherheit, ein schlanker Staat, der nicht die gesamten gesellschaftlichen Ressourcen wie ein diktatorischer Unterdrückungsstaat oder gar ein totalitärer Staat sich selbst aneignet, sondern ein Staat, der den größten Teil der wirtschaftlichen Ressourcen der Gesellschaft selbst überlässt zur Behebung ihrer Probleme. Investitionen in das Bildungswesen machen Demokratien stabil und steigern auch die Demokratiezufriedenheit. Es ist dann tatsächlich wiederum nicht die Demokratie, sondern die Bildung von Leuten, die ihnen sagt, ja, bei all den Misshelligkeiten unserer parteienstaatlichen Demokratie fahren wir in ihr eben doch noch besser als die Leute in Nordkorea, um ein abschreckendes Beispiel zu verwenden. Und die Bürger und die Menschenrechte, Kern unseres materiellen Rechtsstaates, sie werden nicht von der Demokratie geschützt oder erst in zweiter oder dritter Linie. Es ist der Rechtsstaat selbst, der sie schützt. In Demokratien wird immer die Tyrannei der Mehrheit zu bedenken sein. Die amerikanischen Verfassungsväter waren nachgerade besessen vom Gedanken, Tyrannei der Mehrheit auszuschließen. Oder in Gesellschaften wie der unseren gibt es die Tendenz zu einer Tyrannei der politischen Korrektheit. Dieser Kerl, diese politische Partei hat politische Positionen, die inakzeptabel sind aus den folgenden Gründen. Deswegen sollen die Veranstaltungen dieser Partei verboten werden. Idealerweise soll man keine Angehörigen dieser Partei zu Diskussionsveranstaltungen einladen. Ihre Büros darf man schadlos beschädigen, damit die Leute ja nur merken, zu dieser Partei darf man nicht halten und sich bekennen schon gleich gar nicht. Naja, das ist eine Beeinträchtigung von politischen Bürgerrechten. Sozusagen der Demokratiewillen, wenn die Mehrheit eine politische Minderheit nicht mag, dann setzt sie sich durch. Aber so funktioniert anständige Demokratie nicht. Sie beruht auf freiem Wettstreit von rechtlich Gleichgestellten und nach Grundgesetz darf niemand wegen seiner politischen Meinung benachteiligt werden. Es ist erneut der Rechtsstaat, der Appell an den Rechtsstaat, der die politische Meinung und die Meinungsfreiheit von Minderheiten sichert. Wir müssen uns also wirklich immer wieder klar machen, dass Rechtsstaat und Demokratie zwei ganz verschiedene Spiele sind. Das Spiel der Demokratie funktioniert erst, wenn der Rechtsstaat uneingeschränkt funktioniert. Den Rechtsstaat darf man nicht zugunsten von politischen Mehrheitswünschen verkürzen und die Demokratie muss man einpassen in den Rechtsstaat. Sonst wird sie leicht zu dem, was im schlimmsten Fall, wie ein Buch von Jakob Talmon beschrieben, zu einer totalitären Demokratie wird.
Und obendrein soll man die Friedfertigkeit von Demokratien auch auf die richtigen Faktoren zurückführen. Und das ist nicht, dass demokratisch gesinnte Menschen bessere Menschen wären. Das sind Demokratien, die edleren Menschen lebten. Und dass also der friedliche Charakter von Eliten und Bürgern in Demokratien deren friedliches Verhalten herbeiführte. Die Friedfertigkeit von Demokratien scheint wesentlich stärker in der Gewaltenteilung zu beruhen, die einfach die Ausübung von Gewalt erschwert und legitime Ausübung von Gewalt erst recht erschwert, als in einem friedliebenden Charakter von Eliten und Bürgern. Erneut sind es institutionelle Vorkehrungen, welche den Mehrwert von Demokratie erzeugen, und ist es nicht die demokratische Gesinnung. Hinzu gehört, dass Demokratien bei manchen Aufgaben wirklich nur mäßige Ergebnisse erzielen. Das können wir nicht flächendeckend durchgehen, aber einige Exempel genügen. In der Außenpolitik sind einfach Demokratien zur Kriegführung in der Regel nicht willens und zur Nachhaltigkeit bei der Kriegführung häufig nicht in der Lage, weil die öffentliche Meinung kippt. Sie will nicht mehr, weswegen wiederum gerade in Demokratien eine ziemlich wüste Anti-Feind-Propaganda im Kriegsfall notwendig zu sein scheint. Der Feind ist dann nicht der zu besiegende Gegner wie im 18. Jahrhundert, als das Ideal der Kriegführung darin bestand, möglichst keine Schlachten zu schlagen, sondern um die Unterstützung für die Kriegsbeteiligung des eigenen Staates aufrechtzuerhalten, muss wirklich allen klargemacht werden, der Feind ist wirklich schlimm und schlecht. Diese Crowds, diese Hunnen da, die unsere englischen Städte verwüsten, sind nachgerade, Untermenschen nicht, aber so richtig zivilisiert sind sie auch nicht. Und wenn Sie die Geschichte der Kriegspropaganda, der englischen Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg ansehen, werden Sie hier schöne Beispiele finden. Dann freilich erschrickt man auch als Demokratie vor den Konsequenzen des Krieges und will den nächsten Krieg um jeden Preis vermeiden. So die westlichen Demokratien, als in Deutschland der Nationalsozialismus aufkam. Appeasement wollten die Demokratien machen. Ja, mit friedlichen Mitteln so ein bestiarisches Regime wie das nationalsozialistische einhegen. In der Hoffnung, dass man durch Zugeständnisse Frieden für unsere Zeit sichert, wie es der englische Premierminister und Außenminister erhoffte. Es musste erst der Nationalsozialismus seine ganze aggressive Scheußlichkeit offenbaren. Erst riesige Zerstörungen anrichten, bevor demokratische Staaten willens waren, zu dem Mittel zu greifen, das in solchen Fällen das Mittel der Wahl ist, nämlich Kriegführung. Die Begleiterscheinung war dann die Aufwertung des Stalinismus oder Kommunismus, weil man im Krieg gegen die Nazis einen Verbündeten brauchte. Den Verbündeten hätte man nicht gebraucht, als die Nazis das Rheinland besetzten. Aber als Deutschland fast ganz Europa beherrschte, da ging es ohne Verbündete nicht. Und die Folge war die Stärkung des Kommunismus, also eindeutig einer nicht demokratischen Regierungsform nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Innenpolitisch ist es unübersehbar, dass die amerikanische Demokratie, die älteste, die wir hatten, jahrzehntelang mit Sklaverei sozusagen bestens lebte. Nicht in allen Staaten, aber in vielen Staaten. Und auch so edel- und gutmenschenartige Präsidenten wie Thomas Jefferson hatten natürlich ihre Sklaven, hatten Kinder mit ihren Sklavinnen und dachten nicht im Mindesten daran, die irgendwie zum Status eines Bürgers zu erheben. Rechtliche und soziale Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Als das Wahlrecht ausgedehnt wird, war völlig klar, eigentlich können nur Männer wählen. Frauen verstehen von Politik nichts. Das ist jenseits ihres Horizonts. Frauenwahlrecht gibt es im Wesentlichen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. In manchen Fällen nach dem Ersten Weltkrieg in Europa und in manchen Schweizer Kantonen. Ich sagte schon in anderen Zusammenhängen, erst seit den 1970er Jahren. Die Lösung von Problemen auf dem Arbeitsmarkt, Sicherung von Vollbeschäftigung. Demokratie allein erreicht das nicht. Dass wir derzeit in Deutschland Vollbeschäftigung haben, ist darauf zurückzuführen, dass es immer weniger junge Leute gibt, die auf den Arbeitsmarkt drängen. Aber nicht irgendwelchen demokratischen Anstrengungen. Die Höhe des erreichbaren Wirtschaftswachstums, da schlagen meistens Diktaturen Demokratien, weil sie zügig eine Wirtschaftspolitik machen können, die in kurzer Frist Push-Effekte ausübt. Und politisch-kulturell offerieren Demokratien überhaupt keine Garantie dafür, dass ihre politischen Problemlösungen rational sind. Oder dass das, was bei konsentierter Politik
wie etwa unserer Migrationspolitik des Herbstes 2015 herauskommt, dass das rational ist. Demokratie verbirgt keine Rationalität. Sie verbirgt lediglich, dass die Regierenden nicht allzu weit oder allzu lang von dem abweichen, was die Regierten hinzunehmen bereit sind. Aber wenn die Regierten Unsinn für Sinn halten und schlechte Politikergebnisse wie schlechtes Wetter hinnehmen, ja, dann ist auch in der Demokratie gegen sachlich falsche Politik kein Kraut gewachsen. Obendrein ist es nicht so, als sei die Stätte der Rationalität das Volk. Wir machen deswegen Demokratie, weil das Volk vernünftig ist. Die Eliten, die können korrupt sein und unvernünftig und ideologiebesessen. Das Volk, also wir wissen, dass wir vernünftig sind. Wenn nur wir, das Volk, das Sagen haben, gibt es vernünftige und plausible Politik. Na, auch dafür gibt es überhaupt keine Garantie. Erstens gibt es das Volk als Volk sowieso nicht, den Volkswillen auch nicht. Aber das, was in der Bevölkerung gewollt wird, ja, auch das ist etwas, was mit großer Wankelmütigkeit gewollt wird. Gestern will man eine große Willkommenskultur. Heute sind alle dankbar, wenn die Flüchtlingsströme nach Deutschland sich verringert haben. Als ob das eine nicht das andere ziemlich stark konterkarierte. Und das Wahlvolk hat gerne, dass mancher Pelz gewaschen wird, aber nass soll manches auch nicht werden. Man wartet zu, man sieht zwar ein Problem, aber naja, die Lösung sehen wir noch nicht, aber und wenn die Lösung in Sicht ist, dann wäre die Lösung schwierig. Na, warten wir es lieber ab. Entschiedene politische Reformer haben bei Wahlen selten gute Chancen, gewählt zu werden. Gerade in einer Demokratie müssen oder muss der Wagen immer erst in den Dreck fahren, in den Graben fahren, bevor es Mehrheiten gibt, um den Kurs des Wagens wieder auf gangbare oder befahrbare Wege auszurichten. Und zur Demokratie gehört auch die Kurzatmigkeit der politischen Anstrengungen. Man geht ein Problem an mit großem Ballyhoo und Medienbegleitung. Und wenn sie es nicht schnell von selbst löst, ja, dann schaut man, dass man das nächste Problem medienwirksam angeht. Man braucht ja öffentliche Unterstützung, Klaköre in der journalistischen Szene, in der Zivilgesellschaft, damit man nämlich jene gute Stimmung aufrechterhält, aus welcher der nächste Wahlsieg wachsen kann. All das gehört auch zur Demokratie und dass Demokratie und demokratische Politik sich immer mit dem Blick auf den nächsten Wahltermin ereignet. Ja, das zu entdecken ist genauso intelligent wie herauszubekommen, dass ein Kreis keine Äckern hat. Ja klar, das ist doch der Leitgedanke von Demokratie, dass der Wiederwahlmechanismus die politischen Führer dazu zwingt, sich an dem zu orientieren, was die Leute hinzunehmen bereit sind, und zwar an einem präzisen Wahltag. Das kann man Politik auch nicht vorwerfen. Das ist zwar ab und zu schädlich oder ungut, aber es ist der Preis, den man für die großen Vorzüge von Demokratie zu zahlen hat. Demokratie ist nicht überall wunderbar, sie hat etliche Mackern. Und obendrein gibt es einige Herausforderungen, gegen welche auch leistungsfähige Demokratie nur schwer gewappnet sind. Es kommt immer wieder vor, dass sich ein Großteil des Staatsvolkes aus der politischen Beteiligung zurückzieht. In Deutschland bekundet stabil seit Jahrzehnten ungefähr die Hälfte der Bevölkerung politisches Interesse, das heißt die andere Hälfte nicht. Und wenn man Wahlbeteiligung auf Wahllokalebene studiert, wie das die Bertelsmann Stiftung vor einigen Jahren getan hat, stellt man fest, dass die Reicheren, Gebildeteren, sehr fleißig zum Wählen gehen, Wahlbeteiligung in solchen Quartieren bis zu 90%. Und in den Hartz-IV-Gebieten haben wir die Wahlbeteiligung bei so 20-25%. Das heißt, es zieht sich ein nennenswerter Teil des Staatsvolkes aus der politischen Beteiligung selbst dort zurück, wo sie einen Unterschied machen könnte, nämlich wo man das Wahlkreuz eben hinsetzt, macht einen Unterschied. Und es wird dann Demokratie zur Veranstaltung der Reicheren und der Gebildeteren. Obschon eigentlich unsere normativen Intuitionen uns dazu drängen, dass Demokratie im Interesse der Schwachen und der Ausgebeuteten, also der Mehrheit einer Bevölkerung, funktionieren sollte. Tut sie aber nicht. Oder häufig nicht. Und mitunter sind es dann einfach Protestparteien populistischer Art, welche dann die Wahlbeteiligung wieder stärken, weil sie jene Teile des Wahlvolkes ansprechen, die sich von den etablierten politischen Parteien nicht vertreten fühlten
und folglich innerlich der Demokratie und dem Staatswesen gekündigt haben. Außerdem kommt es in Demokratien immer wieder zu Machtverteilungen, welche Blockademächte in Parteiensystemen und Parlamenten erzeugen. Schauen Sie auf unser eigentlich gut konstruiertes politisches System. Der Bundesrat hat wesentliche Vetomächte für die Bundesgesetzgebung und für die Bundespolitik. Die Deutschen lieben es, die Landtagswahlen als Protestwahlen gegen die Bundespolitik auszuleben. Das heißt, wann immer der Bundestag eine schwarze Mehrheit hat, hatte früher der Bundesrat nach kurzer Zeit eine rote Mehrheit und umgekehrt. Und seitdem wir auch noch ein Vielparteiensystem haben und die Abstimmungsregel im Bundesrat die ist, dass eine Enthaltung bei einer Entscheidung als eine Nein-Stimme wirkt und zugleich unsere hochintelligente Politikerschaft in Koalitionsverträge hineinschreibt, einigt sich eine Landesregierung nicht auf das Abstimmungsverhalten im Bundesrat, dann enthält sie sich der Stimme. Steht faktisch drinnen in den Koalitionsverträgen, wenn wir uns nicht einigen in der Landesregierung, stimmen wir im Bundesrat mit Nein. Weil aber inzwischen sehr viele Parteien an den Landesregierungen beteiligt sind, die Schwarzen, die Roten, die Gelben, die Grünen, demnächst wohl auch die Blauen. Weil das so ist, gibt es immer wieder gute Gründe, bestimmte Bundespolitik parteipolitisch abzulehnen und folglich über den Bundesrat lahmzulegen. Am Schluss haben wir Systemblockaden. Wie lange Zeit bei der Migrationspolitik in der Spätphase von Helmut Kohl, als Lafontaine den Bundesrat in wunderbarer Weise als Blockadeinstrument nutzte. Und das muss ja nicht nur mit Parteien und Parlamentsstrukturen so sein, es können überhaupt Antisystemkräfte stark werden. Schauen Sie sich das italienische Beispiel an. Die Rechtspopulisten regieren gemeinsam mit den Linkspopulisten und behaupten, der etablierte Staat, der taugt nichts und jetzt würden sie ihn sozusagen, ja was denn, neu erfinden? Schlichte Politik vielleicht machen, raus aus der Eurozone und so weiter, weil die Europäische Union schuld daran ist, dass die Italiener ihre Brücken nicht stabilisieren können. Also das bildet sich in Demokratien immer wieder heraus und verunmöglicht dann sozusagen gutes demokratisches Regieren. Außerdem verblassen in Demokratien immer wieder gesellschaftliche Toleranzbereitschaften, etwa dafür, dass Parlamentsmehrheiten auch auseinanderfallen können. Dass es kein göttliches Gesetz ist, das eine Koalition eine Wahlperiode überhält. Dass Koalitionen ja Vereinbarungen guten Willens oder meistens mit gekreuzten Fingern sind. Und die Bevölkerung akzeptiert dann häufig auch Disproportionalitäten zwischen Parlamentssitzverteilungen und Stimmenverteilungen am Wahltag nicht und sagt, mein Gott, es darf doch nicht sein, dass diese wichtige Partei an der 5%-Hürde gescheitert ist. Das macht das ganze Wahlergebnis eigentlich illegitim. Schaut euch nur an, welche Koalitionen jetzt notwendig wären, bloß weil diese Partei bei 4,99% gescheitert ist. Das stimmt doch was in diesem Staat nicht. Ja, und obendrein entgeht natürlich auch die Demokratie nicht der Pfadabhängigkeit politischer Prozesse. Wer gestern die Wahl verloren hat, der hat heute auch keine politischen Gestaltungsmöglichkeiten, obwohl die demoskopisch gemessene Mehrheit hinter ihm steht. Eine kluge Regierung wird dann die Sorgen der demoskopisch gemessenen Bevölkerungsmehrheit aufgreifen, in ihrer Politik berücksichtigen, um keine Repräsentationslücke und keine Wutbürgerschaft oder Wutbürgergeneigtheit entstehen zu lassen. Törichte Politik unterlässt das alles aber. Da kommt es zu Empörungen von Bevölkerungsteilen überhaupt gegen das politische System, in dem das Parlament nicht mehr die aktuelle Bevölkerungsstimmung widerspiegelt. Wobei man sagen kann, die Leute sind ja selbst schuld. Sie hätten ja bloß die letzte Wahl anders ausgehen lassen müssen. Aber da wussten sie ja auch noch nicht, welche Probleme neu auftreten werden. Alles das sind Probleme, welche Demokratien nicht beseitigen können, sondern unter denen, die sie leiden. Hinzu kommt etwas, was dem heutigen Populismus europaweit Aufschwung verleiht, nämlich, dass im Zeitalter internationaler Interdependenz von Globalisierung die harte Schale des Nationalstaates aufgebrochen ist. Es ist keine Regierung mehr Herrin im eigenen Haus. Andere Staaten wirken auf die eigene Wirtschaft ein,
In der Europäischen Union dürfen andere Staaten über das Getriebe der Europäischen Union in die eigene Innenpolitik einwirken. Und am Schluss fragt sich dann mancher, ja Moment einmal, was hat denn das noch mit Demokratie zu tun? Eigentlich behaupten wir, ein demokratischer Staat zu sein, in Wirklichkeit regieren uns andere. Die USA mit ihren Wirtschaftskriegsdrohungen, die Europäische Union mit ihren von unseren nationalen Vorstellungen so sehr abweichenden politischen Erwartungen, eine wirtschaftliche Großmacht wie Deutschland, die partout ihre Migrations- oder sonstigen fiskalpolitischen Wünsche durchsetzen will. Und dann sagen sich dann viele Leute, ja, dann müssen wir eben mit dieser Einbettung unseres Staates in überwölbende Strukturen Schluss machen. Wir wollen unseren Staat zurück, wir wollen unsere Demokratie zurück. Sozusagen der Demokratie willen organisiert sich Populismus. Ob das dann wirklich der Demokratie dient, steht auf einem ganz anderen Platz. Aber es ist die Reaktion auf eine Einengung bereits des Spielraums demokratisch legitimierten Regierens. Von der Neigung von Demokratien haben wir schon gesprochen, aufgrund des Wiederwahlmechanismus vor allem die Bedürfnisse des Augenblicks zu befriedigen und die Interessen späterer Generationen zu vernachlässigen, immer in der Hoffnung, ja, so schlimm wird schon nicht kommen. Und die nächste Generation muss auch noch ein paar Probleme zu lösen haben. Naja, wenn Sie aber die Zusammensetzung einer Bevölkerung sehr stark verändern, dann hat die nachwachsende Generation Probleme, die sie womöglich lieber nicht hätte. Zu den Beispielen gehört die Staatsverschuldung, mit denen nachfolgende Generationen zurechtkommen müssen. Die Griechen haben das soeben schmerzlich erfahren. Die Übernutzung natürlicher Ressourcen, irgendwann sind die Bodenschätze erschöpft, sind, wie es in Europa geschehen ist, die Baum- und Waldbestände abgeholzt, weil man Brennstoff und Treibmaterial für die beginnende Bergbauwirtschaft und so weiter brauchte. Es gibt problematische Veränderungen des demografischen Gesellschaftsaufbaus, dass man zu wenig für Familien, Kinder und so weiter tut oder dass man sich Integrationsprobleme durch eine fehlerhafte Migrationspolitik ins Land holt. Es gäbe ein paar Steuerungsmöglichkeiten, etwa ein Stimmrecht von Erziehungsberechtigten für ihre nicht wahlberechtigten Kinder. Das könnte tatsächlich eine Nachhaltigkeitsperspektive in die Demokratie einbauen. Das sind aber Debatten, die laufen und noch ganz sogar unentschieden sind. Und wenn man einmal Lasten in einer Demokratie auf eine bestimmte Weise verteilt hat, dann ist es schwierig, Leute, die man zusätzlich besteuert hat, von ihrer Steuerlast wiederum zu befreien. Als man den Solidarbeitrag einführte für die Finanzierung des Zusammenwachsens der beiden Teile Deutschlands, da gingen alle davon aus, also mit den Lippen davon aus, das wäre für eine bestimmte Übergangszeit. Inzwischen ist der Solidaritätszuschlag genauso eine Dauersteuer geworden wie früher die Sektsteuer, die das Kaiserreich einführte, um die kaiserliche Marine zu finanzieren. Wenn man einmal Leute belastet hat, tut man sich in der Demokratie schwer, diese Belastung rückgängig zu machen, weil man müsste anderen etwas nehmen. Und das führt in Konflikte, die man lieber sich nicht auferlegt. Gar eine auf Verschuldung setzende Finanzpolitik zu korrigieren, ist schwierig. Eigentlich sollten das die Staaten der Eurozone. Den Griechen, die in einer relativ schlechten Verhandlungsposition waren, haben wir das aufgezwungen. Wenn Italien demnächst erklärt, ja, man könne einfach nicht die Eurozonenkriterien einhalten und benötige die und die Finanzhilfen. Tja, was macht man denn dann? Wie korrigiert man da die dortige Politik? Wahrscheinlich gar nicht mehr und er trägt dann einfach die Folgen. Ein Sozialstaat einmal ausgebaut, lässt sich in einer Demokratie sehr schwer rückstellen und Familien lassen sich sehr schwer besser stellen, wenn inzwischen jene ohne Familien am Wahltag die Mehrheit haben. Und die Interessen von jungen Leuten in einer Gesellschaft, wo der größte Teil der Wähler aus Rentnern besteht, lassen sich mit demokratischen Mitteln erst recht schwer durchsetzen. Und folglich muss man hier nach punktuellen Verbesserungsmöglichkeiten suchen, wie sie etwa in Gestalt plebiszitärer Instrumente sich durchaus anbieten. Das heißt, Demokratien haben eine Reihe von Herausforderungen, die nicht verschwinden. Welches Fazit ist zur Leistungsfähigkeit von Demokratien zu ziehen? Es ist nicht die Demokratie schlechthin besser als andere Staatsformen für die Regierten. Unter Umständen kann eine effektive Diktatur wesentlich besser sein
als der 3, 4, 5 Jahre währende Versuch, eine Demokratie zu errichten, die dann im Bürgerkrieg endet, sondern das, was tatsächlich unschlagbar ist, ist eine historisch sehr seltene, extrem voraussetzungsreiche Kombination aus Rechtsstaatlichkeit, aus wirtschaftlichem Wohlstand und aus etablierter pluralistischer Demokratie. Diese drei Dinge gemeinsam, Rechtsstaatlichkeit, funktionierende Wirtschaft und etablierten Pluralismus, der erhebliche Anforderungen an die Bürgerschaft stellt, das ist unschlagbar. Demokratie ist davon nur ein Teil. Erst mit den anderen beiden Sachen zusammen wird ein unübertreffliches Ganzes heraus. Aber selbst diese ganz wunderbare Staatsform hat eine Menge von Mängeln und Problemen, die nicht einmal überwindbar sind. Die zuletzt beschriebenen Probleme sind allesamt der Demokratie eigentümlich. Die gehören zur Demokratie, so wie das Krankwerden und das Sterben zum Leben gehört. Auf das alles blickend lässt sich aber dann gleichwohl zum Schluss kommen, dass es unterm Strich für freiheitsbewusste Leute, für gebildete Leute keine attraktivere Staatsform gibt als genau die Kombination aus Rechtsstaat, liberaler Wirtschaftsordnung und pluralistischer Demokratie. Gebildete Menschen können auch im chinesischen Weg zur Moderne Befriedigung und Zufriedenheit finden. Aber dann müssen sie auf Freiheitsansprüche verzichten. Bildung und Freiheitsbewusstsein, die treiben dann tatsächlich zur Demokratie hin, und zwar aus guten Gründen. Tja, und was wirkt dann konkret auf Demokratisierung hin, sodass man diese tolle Staatsform, zwar schwierig, aber toll, erhalten kann? Das wollen wir uns jetzt noch ansehen. Es gibt ein allgemeines Ursachenschema, das wir kurz ansehen müssen, und dann gehen wir durch die von der vergleichenden Systemforschung entdeckten Voraussetzungen von Demokratisierung systematisch durch, und am Schluss blicken wir noch auf Eigentümlichkeiten von konsolidierten Demokratien und blicken abschließend noch auf die politisch-taktische Dimension dessen, was man tun kann, um bei Systemübergängen auf Demokratie hinwirken zu können. Das allgemeine Ursachenschema kann man sich wie folgt klar machen. Man kann auf Mikroprozesse der Demokratiegründung blicken und man kann das große Ganze, also aus der Makroperspektive, ins Auge fassen. Und man kann darauf blicken, was von oben nach unten auf Demokratie hinwirkt und darauf, was von unten nach oben auf Demokratie hinwirkt. Damit haben wir die übliche Vierfelderwirtschaft und da erkennen wir 4 Bereiche, in denen wir nach demokratisierungsförderlichen Ansätzen und Politiken fahnden können. Blicken wir in die Mikrostrukturen von Wirklichkeit, haben wir zu beachten die Strategien politischer Eliten und von individuellen Persönlichkeiten, und das münzt sich dann in jene taktischen Ratschläge um, mit denen wir dieses Semester und diese Vorlesung beschließen werden. Und von unten her wirken auf Demokratisierung oder wirkten historisch auf Demokratisierung hin die Strategien sozialer Bewegungen, die auf Emanzipation ausgingen, wie im europäischen Bereich insbesondere die Arbeiterschaft, die über ihre sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien ganz Wesentliches zur Demokratisierung dieses Kontinents beigetragen hat. Und blickt man auf die Makrozusammenhänge, also jenen Ordnungsrahmen, in dem dann überhaupt einzelnes Handeln sich entfalten kann, dann muss man blicken auf die institutionellen Rahmenbedingungen, also was für Institutionen entstehen aus gleich welchen Gründen, mit welcher Beständigkeit in einer gegebenen Gesellschaft und was erlauben sie an Demokratisierung und was verhindern sie, welche muss man also abschaffen, welche muss man wie transformieren. Und man muss auf den geopolitischen Druck gucken. Gibt es denn überhaupt Druck darauf, die Kulturmuster von Demokratie irgendwohin zu verpflanzen und dort auch die Institutionen zu verändern? Und wenn man von unten nach oben drauf blickt, also von der Eigendynamik der Gesellschaft hin zu den Um- und Neugestaltungsmöglichkeiten jenes Überbaus, der sich auf der sozioökonomischen Basis erhebt, dann wird man auf wirtschaftliche Entwicklungsmuster, auf soziale und kulturelle Entwicklungsmuster blicken müssen, nämlich darauf zu blicken haben, wie sich soziale Klassen entwickeln, wie sich Modernisierung in einer Gesellschaft entwickelt. Und wann immer wir genau verstehen wollen, warum in bestimmten Gesellschaften Demokratie angefangen hat, sich durchzusetzen
und in anderen Gesellschaften der Weg zur Demokratisierung hin verriegelt worden ist, da tun wir immer gut daran, anhand dieses Vier-Felder-Schemas in die Einzelheiten zu gehen. Wir gehen nun aus einer anderen Perspektive Vorbedingungen für Demokratie durch, nämlich entlang einem berühmt gewordenen Aufsatz von Seymour Martin Lipset, in dem er durch historische Vergleiche Voraussetzungen für die Demokratisierung von Gesellschaften ausfindig gemacht hat. Es sind gar nicht wenige Voraussetzungen, und irgendwo ist es frustrierend, wenn man am Schluss liest, ganz nötig ist dann auch viel Glück auf dem Weg zur Demokratisierung. Aber Glück allein reicht nicht, es gibt auch systemische Voraussetzungen. Und die gehen wir nun durch. Eine Voraussetzung scheint Marktwirtschaft zu sein. Das Wesentliche ist nicht, dass es ein Privateigentum an Produktionsmitteln gibt. Also man braucht nicht unbedingt eine kapitalistische Gesellschaft, um Demokratie zu ermöglichen. Das Wesentliche ist, dass es Märkte gibt, auf denen Güter und Dienstleistungen angeboten und nachgefragt werden können. Und zwar Märkte, die nicht politisch verzerrt sind, die nicht sozusagen gleich politisch gesteuert werden, womit nämlich die Politik wieder eine Übermachtstellung in einer Gesellschaft gewinnt. Märkte als autonome Machtzentren neben der Sphäre der Politik, das scheint das Wichtige zu sein. Solche Märkte entstehen nicht von selbst, sie entstehen schon gar nicht, wenn ein Staat nach Autarkie strebt, denn dann muss er das Wirtschaftsleben politisch gestalten. Auch wenn ein Staat nach dem Schutz bestimmter Produzentengruppen trachtet, wie der preußische Staat nach dem Schutz der ostelbischen Agrarier, die ja zugleich als Landadel eine fundamentale Unterstützergruppe des preußischen Staates gewesen sind, wann immer besondere Produzentengruppen von der Politik geschützt werden sollten, entstehen politisch verzerrte Märkte, und das alles befördert nicht Demokratie, sondern befördert autoritäre Politikmuster. Warum sind Märkte so wichtig für das Aufkommen von Demokratie? Markt kann man verstehen und sollte man verstehen als eine Form von Gewaltenteilung. Wo es Märkte gibt, endet politische Macht, beziehungsweise es ist reduziert oder sie findet zumindest wirtschaftliche Gegenmächte. Warum ist es so? Naja, wenn es Märkte gibt, gibt es geringeren Anreiz, staatliche Ressourcen exklusiv zu kontrollieren. Da man ja seine Interessen über Märkte, über das, was man dort anbietet oder nachfragen und bekommen kann, befriedigen kann. Man muss nicht über das Instrumentarium des Herstellens allgemeinverbindlicher Regelungen und Entscheidungen zu gehen. Das, was einen selbst interessiert, kann man im Teilsegment eines Marktes für Energieträger, für Kleidungsstücke, für Fahrzeuge, für Energieressourcen und so weiter noch wesentlich besser als über die Verfügung über den Staatsapparat realisieren. Und wenn es solche Märkte gibt, dann gibt es auch eine Reduktion des Ansatzes, des Anreizes für politische Reduktion, für politische Korruption. Schauen Sie, wenn die Politik darüber entscheidet, wer was zu welchen Preisen bekommt, dann ist es doch rational, auf die politischen Entscheidungsträger Einfluss zu nehmen, sie zu bestechen, damit sie das tun, was ich will. Wenn Politik keine Chance hat, Märkte zu beeinflussen, wie die Politik kleinerer Staaten keine Chance hat, die internationalen Finanzmärkte zu beeinflussen, dann gibt es auch keinen guten Anreiz, die dortigen Politiker zu bestechen. Es reicht, sich auf den Märkten zu engagieren und die Korruption dann in den wirtschaftlichen Elitenkartellen zu betreiben. Dort, wo Märkte funktionieren und die Allokation von Ressourcen nicht der vermeintlichen politischen Allwissendheit überlassen wird, sondern sich durch Versuch und Irrtum eben über das Marktgeschehen herausstellt, dort steigen auch die Chancen darauf, dass eine Mittelklasse entsteht. Halbwegs reich, nicht ganz arm, nicht überreich, aber eine Mittelklasse entsteht, aus der heraus das Interesse an Mitregierung, das Interesse an Selbstregierung entsteht, die dann auch die Bildungsvoraussetzungen sich erwirbt, die für praktizierten Pluralismus erforderlich sind. So entsteht in Europa Demokratie. Als erstes entsteht das Bürgertum als politische Klasse, und das Bürgertum als politische Klasse tritt den Gestaltungsansprüchen der absoluten Monarchie entgegen, befreit sich über Aufklärung und Liberalismus dann gar von der Monarchie
und baut jenen bürgerlichen Staat auf, der dann in die Krisen mit der industriellen Revolution und dem schlechten Funktionieren zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Herausforderung durch die faschistischen Bewegungen hineinführt. In der Regel ist eine Voraussetzung von Demokratie der Aufbau von wirtschaftlichem Wohlstand. Deswegen insbesondere, weil Wohlstand die Bewältigung von Verteilungskonflikten erleichtert und insbesondere die friedliche Bewältigung von Verteilungskonflikten ermöglicht. Anders gewendet, Politik muss nicht mit Autorität und anderen Leuten etwas wegnehmen oder gegen ihren Willen vorschreibend Verteilungskonflikte lösen, sondern es gibt so viel Zuwachs, Marx würde sagen, so viel Mehrprodukt, dass man aus der Fülle der aufkommenden Steuererträge Verteilungskonflikte lösen kann. Und je mehr Konflikte man friedlich lösen kann, umso weniger wird staatliche Autorität beschädigt. Umso weniger werden Verteilungskonflikte in politische Konflikte überführt, die ihrerseits die Legitimitätslage des politischen Systems gefährden könnten. Das ist der Schlüssel neben dem Aufbau von Märkten zum Verständnis dessen, dass Marktwirtschaft und Demokratie eine ganze Menge miteinander zu tun haben. Zusammengefasst kann man sagen, Marktwirtschaft scheint eine notwendige Bedingung für Demokratie zu sein, mit ihren Wohlstandseffekten. Aber offensichtlich ist Marktwirtschaft keine hinreichende Bedingung für Demokratie. Dort, wo Marktwirtschaft und Kapitalismus regieren, muss noch längst keine Demokratie entstehen. Notwendig schon, aber nicht ausreichend, es muss mancherlei dazukommen. Schauen wir nochmal auf den Nexus von Demokratie und Wohlstand. Empirisch geht Demokratie regelmäßig einher mit vergleichsweise größerem Wohlstand, sowohl individuell als auch kollektiv, mit vergleichsweise größerer sozialer Gerechtigkeit, verstanden als Statusgleichheit, wechselseitig entgegengebrachter Respekt. Und es geht deswegen damit einher, weil ja beides von persönlichen wirtschaftlichen Umständen unabhängig sein muss. Wo sie wenig Wohlstand haben, sind dann die individuellen Wohlstandsunterschiede meistens besonders stark fühlbar. Ist eine Gesellschaft insgesamt reich, ja mein Gott, dann sind selbst die Armen in einer Lebenslage, in der sie nicht auf die Almosen von den Reichen angewiesen sind. Die Frage ist nur, was ist denn hier die unabhängige Variable und was ist die abhängige? Wirkt Wohlstand auf Demokratie hin oder erzeugt Demokratie gesellschaftlichen Wohlstand? Die bestmögliche Antwort auf diese Frage scheint zu sein, es handelt sich um eine rekursive Beziehung mit positiver Rückkopplung. Es gibt schon einen Take-off-Prozess, wo mehr Wohlstand Demokratie aufzubauen erlaubt und dann mehr Demokratie Wohlstandsmehrung erlaubt. In diese kritische Phase muss man versuchen, Gesellschaften hineinzutreiben, dass aus Wohlstand Demokratie und aus sich festigender Demokratie immer mehr Wohlstand wird. Es gibt aber überhaupt keine Garantie, dass irgendwelche gesellschaftlichen Prozesse überhaupt in diese Critical Juncture hineinführen, aus der heraus beides, Wohlstand und Demokratie, gefördert werden könnte. Sodass zum Zentralargument für den Aufbau von Demokratie wird, man muss in einer Gesellschaft, die halbwegs tragfähige staatliche Strukturen hat, sodass die Einrichtung von Demokratie überhaupt möglich ist, man muss in einer solchen Gesellschaft die Wirtschaft in Schwung bringen. Aber es reicht nicht, die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Man muss am Zielwert sozialer Gerechtigkeit festhalten und der Staat muss das eingehende Steuergeld dazu verwenden, schrittweise auf immer mehr soziale Gerechtigkeit hinzuwirken, denn dann hat die Bevölkerung des Landes den Eindruck, dass sich Demokratie für sie auch ökonomisch und gesellschaftlich auszahlt und nicht nur in den politischen Beteiligungsverheißungen, die in der Regel ja nur die besser gebildeten und die besser gestellten interessieren. Ein zweiter Faktor, der zur Demokratie wie eine Vorausbedingung gehört, das ist eine ganz besondere politische und religiöse Kultur. Zentral ist, dass Eliten und Bürgerschaft die Prinzipien von Kommunikationsfreiheit, Religionsfreiheit, rechtsstaatlicher Gewaltenteilung und Pluralismus akzeptieren.
dass die ganzen psychischen Zumutungen von Demokratie nicht wie etwas ganz Unerträgliches aufgefasst werden. Ich soll wirklich ertragen, dass es diese Simpel von deren der Partei gibt. Ich soll wirklich ertragen, dass die bei Demonstrationen die und die Parolen sprechen. Nö, das ist mir nicht zuzumuten. Ja, aber wenn man sich das nicht zumuten lassen will, dann wird aus Gegnerschaft Feindschaft, zerfällt eine Gesellschaft in Konflikten. Demokratie braucht Zusammenhalt und der geht nur, wenn man gemeinsame Spielregeln akzeptiert. Und zu denen gehört eben Kommunikationsfreiheit, Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Das alles entsteht nicht von allein und über Nacht schon gleich gar nicht. Wichtig ist, dass hier Eliten vorangehen. Es darf gerne sein, dass ein großer Teil der Bevölkerung sozusagen verstockt und vernagelt ist. Solange die sich nicht in Politik einmischen, kann man viel reformieren und viel modernisieren. Aber die Eliten müssen in der Lage sein, Ambiguität und Ambivalenz zu akzeptieren, den Andersdenkenden zu akzeptieren, im Andersdenkenden nicht einfach den Feind zu sehen, den man bekämpfen muss. Das ist leicht gesagt und schwer getan und ist derzeit ohnehin nicht so sehr in Mode, wie man beim Blick auf die Auseinandersetzungen unserer polarisierenden Gesellschaft feststellt. Ein praktisch besonders wichtiger Zusammenhang ist dabei der, dass über eine praktizierte Dezentralisierung von Macht, über eine Dezentralisierung von Status, Macht und Reichtum, dass darüber die Einsicht erzeugt, vertieft, stabilisiert, auf Dauer gestellt wird, dass sich Kooperation der einzelnen Elitensegmente auszahlt. Dass es nicht notwendig ist, dass man sich auf seinesgleichen, wir Politiker auf die Politik, wir Wirtschaftler auf die Wirtschaft und so weiter fokussieren, sondern dass man quer über die Elitensegmente kooperiert und so von oben her eine Gesellschaft zusammenhält. Und praktizierte Kooperation auf gleich welcher Ebene führt dann zur Einsicht oder meist zur Einsicht, dass eine freiwillige Integration in überwölbende Systeme bei zugleich akzeptierter Subsystemautonomie wesentlich effizientere Sozialstrukturen, wesentlich lernfähigere Systemstrukturen ermöglicht, als wenn man Informationen und Macht zentralisiert, als wenn man an einer Stelle alle Entscheidungen hinallokiert. Es muss aus der praktischen Erfahrung die Einsicht geben, wenn viele für sich selbst zuständig sind nach dem Subsidiaritätsprinzip, sie aber miteinander kooperieren, dann ist für alle das meiste gewonnen. Auf so eine politische Kultur muss man hinwirken. Und es geht besonders leicht in Marktwirtschaften, weil dort ohnehin Wirtschaft über Märkte abgewickelt wird und nicht über Politik abgewickelt wird. Weil wirtschaftliche Macht dort mit Intelligenz und gesellschaftlichem Ansehen nicht das Mindeste zu tun haben muss. Und wenn man auf alles blickt, scheinen kulturelle Faktoren für die Entstehung von Demokratie und für den Bestand von Demokratie noch viel wichtiger zu sein als wirtschaftliche Faktoren. In manchen Bereichen scheint demokratische Kultur Defekte bei der Wirtschaft und wirtschaftlichem Wohlstand sogar ausgleichen zu können. Umso fataler ist es, wenn in derzeitigen politischen Debatten die Wichtigkeit von Kultur herabgespielt wird, dass das etwas sei, was ja gar nicht so richtig fassbar wäre und was eher eine Phantasmagorie als eine Sozialtatsache wäre. Nein, man muss schon die so beschriebene Kultur zu einer Sozialtatsache machen, dann kann um sie herum Demokratie entstehen. Wichtig ist auch der Blick auf das Verhältnis von Religion und Demokratie. Der empirische Zusammenhang ist der, und man muss dann den Kausalketten nachgehen, einen positiven Zusammenhang zwischen dem Aufbau von Demokratie und Religiosität gibt es in Kulturen, die vom Protestantismus geprägt sind. Der zentrale Grund scheint der zu sein, dass der Protestantismus sehr stark die Rolle und die Verantwortung des Individuums betont. Das Individuum ist wichtiger als das Kollektiv. Man glaubt weniger an Institutionen, die den Einzelnen auf den richtigen Weg führen, wie Kirchen, sondern das einzelne Individuum muss richtig denken, muss richtig erzogen sein und muss sich am Richtigen ausrichten. Und diese Individuen, die sich am Richtigen selbst ausrichten, die verbinden sich dann
zu sich selbst organisierenden Gemeinden, zunächst Kirchengemeinden, aber aus den sich selbst regierenden Kirchengemeinden wird dann insbesondere in den USA die Vorstellung, dass auch die politische Gemeinde als die Kongregation derer, die das Gleiche wollen, Freiheit, Gleichheit, Streben nach selbstdefiniertem Lebensglück, dass aus dieser Selbstregierung von sich selbst ernstnehmenden Individuen dann eine richtige politische Ordnung entsteht. Negativ ist der Zusammenhang zwischen Religiosität und Demokratie in Kultur mit der Prägung durch den Katholizismus, der sehr stark auf Institutionen abhebt, im Bereich des orthodoxen Christentums, das von jeher auf eine enge Verbandelung von Politik und Staat angelegt war, vor allem im Islam, wo ja die Trennung der Sphären von Religion und Politik ohnehin nicht vorgesehen ist, wo der Zweck von Politik kein anderer ist als das göttliche Gesetz, das Gott über den Engel Gabriel dem Propheten geoffenbart hat, in politischer Praxis umgesetzt wird, und im Konfuzianismus, der keine Religion ist, aber bei dem quasi religiös die Gesellschaft um Leitideen wie wechselseitigen Respekt, Ehrerbietung der Jüngeren gegenüber den Älteren, der Frauen gegenüber den Männern, der Schüler gegenüber den Lehrern und so weiter hergestellt wird. Dort gibt es überall besonders starke Verbindungen zwischen Staat, was immer das im Einzelnen ist, und organisierter Religion, wie genau sie auch ausfallen möge. Im katholischen Bereich beobachten wir historisch und zeitgenössisch Demokratieneigung vor allem dort, wo sich intransigente politisch-religiöse Positionen selbst diskreditiert haben, etwa als Klerikalfaschismus, wo dann sozusagen katholische Religiosität und die Kirche als Institution durch ihre zu enge Verbandelung mit diktatorischen Regimen diskreditiert worden ist. Im Bereich von Orthodoxie, etwa Russland, im Bereich des Islam, im Bereich des Konfuzianismus ist bislang wenig Demokratieneigung zu sehen, und Chinesen sind nachgerade stolz darauf, dass sie Demokratie nicht brauchen und dennoch sich gut regieren können. Ursachen für dieses komplexe Verhältnis muss man auch noch näher beachten. Wichtig ist das, was Erik Vögelin, einer der Gründerväter der deutschen Politikwissenschaft, in seinem großen Werk über die neue Wissenschaft der Politik genannt hat, die doppelte Repräsentation. Der Leitgedanke ist, dass im Christentum es von Anfang an die Vorstellung gibt, dass Politik und Religion zwei verschiedene Sphären sind. Man muss Gott geben, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. So steht es im Evangelium drinnen. Das ist eine Aussage des Religionsstifters bei einer Frage, wo man ihn auf politische Loyalität testen wollte. Diese ganze Vorstellung, dass Politik und Religion zwei Paar Stiefel sind, wird dann später ausgearbeitet in einer Zwei-Schwerter-Lehre, dass über den Menschen sozusagen zweierlei Gewalt errichtet sei, die geistliche, die der Kirche anvertraut sei, und die weltliche, die dem Staat anvertraut sei. Das wäre noch weiter zu vertiefen. Aber dieser Dualismus ist in den europäischen Staaten die Voraussetzung für die Entstehung von Demokratie geworden, weil die Sphäre der Politik nicht mehr der Sphäre der Religion unter- und nachgeordnet war, sondern eigenständig ausgestaltet werden konnte. Und dann eben nach dem Protestantismus, Entdeckung des Individuums und so weiter, eben auch in demokratischen Leitgedanken. Im Fall der Orthodoxie ist die Trennung zwischen der religiösen und der politischen Sphäre nie so stark gewesen. Der Grund liegt darin, dass im Bereich der Orthodoxie, also Konstantinopel, die kaiserliche Macht sehr stark gewesen ist und die kirchliche Macht sich nur im Schatten der kaiserlichen Macht betun konnte, weitestgehend. Während im Bereich des westlichen Christentums die Macht des Kaisers durch die germanische Eroberung des Weströmischen Reiches ja gebrochen war. Dort hatte die Kirche jahrhundertelang die einzige ordnende gesellschaftliche Funktion, bis dann im Hochmittelalter wieder staatliche Strukturen verlässlicher Art errichtet waren. Da konnte der Dualismus sich entfalten in der Orthodoxie nicht. Und der wichtigste orthodoxe Staat heutzutage ist der Russland, wo man genau das Gleiche wieder beobachten kann. Für islamische Gesellschaften gilt, dass der Islam nicht nur ein System von religiösen Überzeugungen ist, sondern eben auch ein System von Regeln zur Ausgestaltung der öffentlichen Ordnung. Ein gottgefälliges Leben kann man nur in der Gemeinschaft der Gläubigen führen, und die Gemeinschaft der Gläubigen kann nur dort bestehen, wo den Worten des Propheten und der reinen Lehre, der Sunna, ausgedrückt in den Hadithen, Rechnung getragen wird. Dort gibt es im Fall des Islams eine einfache Repräsentation. Der Mensch
ist nicht als weltliches und als geistiges Wesen zu repräsentieren, durch religiöse und durch weltliche Institutionen, sondern beides soll zusammenkommen, wie es in Gestalt der recht geleiteten Kalifen zu Beginn des Islam auch der Fall gewesen ist. Beim Hinduismus, einer nächsten großen Religion, gibt es eine weitgehende Dissoziation zwischen religiösen und politischen Institutionen, was ich jetzt nicht vertiefen will. Und im Fall des Konfuzianismus gibt es ohnehin kaum religiöse Institutionen in Absonderung von politischen Institutionen und folglich ohnehin kein gesellschaftliches Gegengewicht zur autoritär strukturierten Staatsmacht. Sowas entstand in der chinesischen Zivilisation erst mit der Übernahme des Buddhismus, als in den buddhistischen Klöstern sich eine klare Herausforderung geistlicher Macht darstellte und manche Kaiser darauf in der Weise reagierten, dass sie einfach den Buddhismus zurückzudrängen trachteten. Andere haben sich an die Spitze der Bewegung gesetzt und etwa in der alten Kaiserstadt Luoyang ein riesiges, heute noch zu besichtigendes buddhistisches Kultzentrum errichtet haben. Also Religion, ihre jeweiligen Eigentümlichkeiten, muss man immer auf den Schirm haben, wenn man begreifen will, unter welchen Umständen sich in wie gearteten Gesellschaften Demokratie entfalten kann. Es gehört zur Entstehungsmöglichkeit von Demokratie auch Rechtssicherheit, dass nämlich Recht regiert und nicht Leute nach ihrer eigenen Willkür entscheiden. Der Vorteil von Rechtssicherheit, der Rule of Law, ist, dass dann eben Ordnung und Vorhersehbarkeit in wirtschaftliche, gesellschaftliche und sonstige Entscheidungen kommt. Vielleicht nicht grundsätzlich, aber doch für alle praktischen Zwecke. Und das senkt die gesellschaftlichen Transaktionskosten allenthalben im Wirtschaftsbereich bei Investitionen, die man tätigt, beim Verzicht auf besondere Korruptionsnotwendigkeiten, die man braucht, um politische Verlässlichkeit herzustellen. Nur der Geschmierte ist ein sozusagen verlässlicher Politiker. Herrscht das Recht? Ja, dann brauche ich keine Korruption. Ich kann mich darauf verlassen, dass die Rechtsregeln eingehalten werden. Man braucht dann bei Rechtssicherheit auch kein Doppelspiel zwischen einer formalen Fassade, das macht man, weil das eigentlich so gemacht werden muss, aber hinter der Fassade verhält man sich so, wie man sich tatsächlich verhalten muss, wenn es vorangehen soll. Es braucht bei Rechtssicherheit nicht diese Fassade der Heuchelei, der Vorblendung von ordnungsgemäßem Verhalten, weil das ordnungsgemäße Verhalten selbst praktiziert wird. Und das senkt politische Konfliktmöglichkeiten. Rechtssicherheit erlaubt die Entstehung von verallgemeinerbarem Vertrauen und in einer Gesellschaft, in der man einander vertrauen kann, in der man auch den politischen Institutionen vertrauen kann. In einer solchen Gesellschaft können sie wesentlich mehr Konflikt absorbieren und bewältigen, als in einer Gesellschaft, die von Misstrauen durchzogen ist, wo jede kleinste Frage die schlimmsten, nicht nur Handgreiflichkeiten, sondern sonstigen gewalttätigen Streitigkeiten auslösen kann. Aber die Voraussetzung für solches Vertrauen ist verlässliche Rechtsstaatlichkeit. Zentrale Mittel dafür ist die verlässliche Durchsetzung allgemein verbindlicher Rechtsnormen mit hoffentlich gleichem Recht für alle. Und das eben braucht den Staat. Ein starker Staat ist die Voraussetzung für Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaatlichkeit ist die Voraussetzung für Demokratie. Drum begeben sich alle jene auf ihre Wege, die glauben, dass der Zweck von Demokratie darin bestehen müsse, den Staat schwächer zu machen. Nee, der Staat muss stark sein, aber er muss demokratisch geleitet und demokratisch eingebettet sein. Es braucht die erwartbare Rechtsförmlichkeit gerade auch staatlichen Handelns. Es darf keine Frage sein, dass sich der Staat selbst an das Recht hält. Tja, um das zu sichern, ist es gut, wenn man eine wirkungsvolle Verwaltungsgerichtsbarkeit hat und eine wirkungsvolle Verfassungsgerichtsbarkeit. Aber diese Justiz, die auch den Staat richten können muss, die muss natürlich unabhängig und durchsetzungsfähig sein. Dafür braucht es Rechtsregeln und eine entsprechende materielle Ausstattung der Justiz. Und es braucht ein Verfassungssystem, das der Macht der jeweiligen Mehrheit wirkungsvoll Grenzen setzt. Mehrheit darf nie alles können dürfen, denn sonst entsteht kein Vertrauen der Minderheit darauf, dass sie nicht über den Löffel balbiert und eines Tages um ihre eigenen Entfaltungsmöglichkeiten gebracht wird. All das muss man erst mühsam schaffen und all das hat positive Wirkungen, auch ganz unabhängig davon, ob man obendrein noch Demokratie aufsetzt. Es braucht, damit Demokratie entstehen kann, selbsttragende Legitimität.
Denn die Stabilität einer so komplexen, einer so sehr auf Konflikt bauenden Staatsform wie der Demokratie, die kann schlechterdings nicht auf Zwang beruhen. Die Stabilität von Demokratie kann allein darauf beruhen, dass die Leute zufrieden sind damit, dass sie ein so geartetes Institutionensystem haben. Dass sie daran glauben, dass die Weise, wie sie regiert werden, auch gut ist. Und ideal ist es, wenn dieser Glaube sich nicht daran festmacht, dass sich die und die Steuersenkung, die und die Reduktion des CO2-Ausstoßes und die Umgehungsstraße bekomme. Also, dass mein Legitimitätsglaube sich aus spezifischen Quellen speist. Diffuse Legitimität ist das Zauberwort. Es braucht so allgemein das Gefühl. Naja, es ist zwar nicht alles richtig in dem Staat, es wird auch viel Unsinn zusammen regiert, aber im Großen und Ganzen stimmt alles. Und wenn nicht alles stimmt, zumindest die Verfahren sind ordentlich. Wenn man sich mehr anstrengen und einbringen würde selbst, ginge alles besser. Leider hat man es versäumt, sich an der Wahl zu beteiligen oder Politiker zu werden. Seitens der Mehrheit braucht es ein Unterlassen von Destabilisierung des Systems. Mehrheiten gibt es, sie machen Politik und sind legitimiert dafür. Aber sie dürfen eben keine fahrlässige Politik machen. Und fahrlässig ist es zum Beispiel, Repräsentationslücken aufkommen zu lassen. Zu Teilen der Bevölkerung zu sagen, die Sorgen, die ihr habt, die interessieren uns nicht, weil das wahrscheinlich nur eingebildete Sorgen sind oder weil ihr Kälte und Hass im Herzen tragt. Wir ziehen einen Trennstrich zwischen uns und euch. Ja, es verschwinden ja solche Leute nicht. Sie solidarisieren sich vielleicht nur trotzig, bilden populistische Parteien, gewinnen mehr Anhänger, verunmöglichen bisherige Regierungskoalitionen, machen im schlimmsten Fall ein System unregierbar. Oder die Links- und die Rechtspopulisten verbünden sich dann, wie in Italien. Da werden wir sehen, was dabei rauskommt. Also die Mehrheit darf keine politischen Torheiten begehen. Und die Minderheit oder wenigstens eine Minderheit in der Bevölkerung muss auch aktiv den Staat tragen. Das Schöne an Demokratie als einer Form gesellschaftlicher Arbeitsteilung ist, dass ja nicht jeder ein glühender Demokrat und ein 24 Stunden am Tag Politiker während 7 Wochentagen sein muss. Es ist möglich, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung sich überhaupt nicht um Politik kümmert. Solange nur eine Minderheit sich einbringt, eine Minderheit bereit ist, sich politisch zu engagieren, auch öffentlich zu engagieren, eine Minderheit bereit ist, in kommunale Vertretungskörperschaften zu gehen, Parlamentarier zu werden, politische Ämter zu übernehmen. Es braucht die Minderheit. Und die Mehrheit möge es dann bitte unterlassen, auf dieser Minderheit herumzutrampeln und zu sagen, all diese Politiker haben einen schlechten Charakter, denen geht es nur um das Geld, besser wäre Demokratie, ganz ohne Politiker. Naja, so denken manche und kommen damit über den Status eines Kindes oder eines Pubertierenden nicht hinaus. Die verlässlichsten Quellen von Legitimitätsglauben sind die folgenden: längerfristig eine anhaltende Effektivität des Regierens. Also, dass nachweislich grundlegende Bedürfnisse des Großteils der Bürger befriedigt werden und insbesondere auch der zentralen Machtgruppen. Das nennen sie dann outputbasierte Legitimität und die kann sich dann auch traditionalisieren. Man erwartet, dass der Staat funktioniert, ja, und dann entsteht in einer Gesellschaft auch jene Mentalität, in der man das Regiertwerden nicht als Übergriffigkeit empfindet, sondern als eine Dienstleistung. Mittel- und kurzfristig muss aber auch Legitimität beschafft werden. Was hier hilft, das ist eine vertrauenswürdige Personifikation der Leitgedanken und der Regeln eines demokratischen politischen Systems. Es braucht Leute, die als Persönlichkeit überzeugen. Gut geht es jenen Staaten, die dann charismatische und fraglos demokratisch gesinnte Persönlichkeiten haben. Nicht bloß charismatische populistische Anführer, sondern solche Charismatiker, die klar für Demokratie, Partizipation, pluralistische Konkurrenz und so weiter stehen. Solche glaubwürdigen Leitfiguren können unglaublich viel Gutes schon in kurzer Zeit für ein Gemeinwesen tun. Und hilfreich ist es, gerade wenn man von der Diktatur zur Demokratie überzugehen vermag, rechtzeitig eine liberal-demokratische Verfassung zu schaffen, deren Systematik, deren Text, deren einzelnen Klauseln zum Kristallisationspunkt von Überlegungen werden können, die den Glauben an die Rechtmäßigkeit der ausgeübten Herrschaft mit rationalen Argumenten zu untersetzen erlauben.
Dass man also nicht die Beglaubigung aus dem Mund eines Charismatikers braucht, dass man nicht die Beglaubigung des Werts von Demokratie durch die langfristigen Folgen guten Regierens abwarten muss, sondern dass man auch hier und jetzt, wenn man nachdenkt und mit anderen verständig debattiert, rauskriegen kann, welche Vorteile diese neue politische Ordnungsform zu verschaffen vermag. Tja, und als letztes didaktisches Mittel ist dann immer hilfreich, an die unguten Alternativen vorgängiger diktatorischer Herrschaft zu erinnern. Aber das nutzt sich irgendwann ab. In Deutschland zeitig die Beschwörung der Verbrechen des Nationalsozialismus und die Beschwörung, dass es so gut ist, ihn hinter sich gebracht zu haben und nie wieder Faschismus und so weiter, das zeitigt irgendwann keinen sonderlich großen Zugewinn an Legitimität mehr. Es ist klar, dass alles war mies und schlecht und gut, dass es vorbei ist, aber Demokratie muss sich aus sich selbst heraus begründen. Aus Rationalität, aus Charisma, aus traditioneller Effektivität. Aber es schadet nicht, immer wieder daran zu erinnern, dass es durchaus Alternativen zur Demokratie gibt, die allesamt nicht sonderlich oder die meistens nicht sonderlich erstrebenswert sind. Und dann müssen wir noch blicken auf eine Bürgergesellschaft, die es auch braucht. Eine Bürgergesellschaft, das ist ja genau das, dessentwegen Demokratie veranstaltet wird. Das sind die Nachfragenden an Demokratie. Und wenn die Nachfrage an Demokratie ausbleibt, wird das Angebot eines Tages nicht mehr da sein. Bürgergesellschaft, auch Zivilgesellschaft genannt, wo es etwas schief ist, als ob es eine Militärgesellschaft im Unterschied zur Zivilgesellschaft gäbe. Es steckt darin natürlich der Zivis, der Bürger, weswegen bürgerliche Gesellschaft eigentlich auch nicht verkehrt wäre, aber das ist in marxistischer Denkweise eine bestimmte historische Phase und die galt es ja zu überwinden, die bürgerliche Gesellschaft zugunsten einer sozialistischen, sodass vielleicht Bürgergesellschaft die bestmögliche Verdeutschung von dem ist, was auf Englisch Civil Society heißt. Und gemeint ist, wenn man sagt, es besteht irgendwo eine Bürgergesellschaft, gemeint ist, es bestehen Vermittlungsinstitutionen zwischen den Bürgern und dem Staat in großer Zahl. Es stehen nicht atomisierte Einzelne einer belehrenden und beherrschten Staatsgewalt gegenüber, sondern der Bürger hat seine Verbände, seine Vereine, in denen er vereint mit anderen mächtig und politisch einflussreich wird. Gemeint ist, dass zwischen dem privaten Leben und der Welt der Politik ein weiterer gesellschaftlicher Raum besteht. In Deutschland genannt der vorpolitische Raum mit Vereinen, Stiftungen, Verbänden, wo eben die Bürgerschaft selbst gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände nimmt. Das Ganze ist nicht einfach sozusagen eine schöne romantische normative Erzählung. Es gibt eine große machtpolitische Bedeutung, nämlich dann stehen die staatlichen Institutionen nicht atomisierten Individuen gegenüber, die man leicht einschüchtern kann. Da schickt man die Polizei hin, holt manche in der Früh ab, macht ein paar Schauprozesse, sondern man steht als Staat handlungsfähigen Gruppen gegenüber. Und das ist eine Gegenmacht, die sich vernetzen kann, die den Staat herausfordern kann, wie die polnische Diktatur einst die Gewerkschaft Solidarność. Obendrein kann Demokratie sich stabilisieren, wenn es einen gut entwickelten vorpolitischen Raum dieser Art gibt. Nämlich einen Raum, wo in Verbänden, Vereinen, in selbstbestimmten gesellschaftlichen Leben partizipationswillige Bürger sozialisiert werden können. Erleben können, im eigenen Erfahren, wie man sich organisiert. Wie man Kompromisse schmiedet. Wie man Bündnisse aufbaut. Wie man gegen Gegner gewinnt. Und das Ganze dann später in politische Beteiligung einzubringen vermögen. Die Zivilgesellschaft, die Bürgergesellschaft ist außerdem der Ankergrund politischer Parteien. Das deutsche Beispiel zeigt das überdeutlich. Der von der SED und ihren Transmissionsorganisationen planierte zivilgesellschaftliche Raum der DDR, wo gesellschaftliche Organisationen, abgesehen vom kirchlichen Bereich und einigen Nischen, vom Staat organisiert war, als das weggebrochen war nach der friedlichen Revolution, da fanden die politischen Parteien kaum Grund, in dem sie ankern konnten. Normalerweise gewinnen politische Parteien ihr Personal bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei den Sportvereinen, bei Musikgruppen, bei kirchlichen Vereinen, beim Dorfclub und so weiter und so fort. Wer sich dort engagiert und Interesse daran zeigt, mehr zu sein als eine Privatperson,
Wer sich dabei bewährt, wer zeigt, dass er andere anführen kann, auf den gehen Parteien zu oder der geht von sich aus dann in Parteien hinein, weil er seinen Wirkungsbereich erweitern will. Ohne vorpolitischen Raum gibt es keinen Ankergrund für politische Parteien, gibt es auch keine gute Rekrutierungsstätte für neue Politiker, die man eben im Generationenwechsel braucht, um eine Demokratie betreiben zu können. Der vorpolitische Raum ist auch die Stätte, wo lebensweltnahe Interessenkonflikte ausgetragen und gelöst werden, hoffentlich, das nennt sich Selbstregierung oder eben auch schon einmal genannt, Subsidiaritätsprinzip. Der vorpolitische Raum ist auch die Stätte, wo man lernt, wie man mit einer großen Zahl von Gleichberechtigten, denen man eben nicht in einem Überordnungsverhältnis gegenübersteht, sondern die gleiche Rechte haben wie man selbst, wie man trotzdem zum gemeinsamen Handeln kommt. Wie man aus lauter Möchtegern-Alpha-Tieren doch eine schlagkräftige Truppe macht. Der vorpolitische Raum ist ein gigantischer Fonds oder kann sein ein gigantischer Fonds von Humankapital und von Sozialkapital. Und diesen Fonds kann das politische System, wenn es den vorpolitischen Raum pflegt, wenn es die Bürgergesellschaft sich entwickeln und fördern lässt, immer wieder neu nutzen. Probleme gibt es natürlich auch. Es sind die üblichen. Ebenso wenig wie eine demokratische Kultur entsteht der vorpolitische Raum kurzfristig oder nach Design. Wir hätten gerne eine aktive Bürgergesellschaft, folglich nach 5-Jahres-Plan in 4 Jahren, wenn wir das Ziel vorfristig erreicht haben. So geht es nicht. Das geht nur im Lauf langer Zeit. Langer Zeit, und auch da braucht es viel Glück. Es sind die Eigentümlichkeiten von Sozialevolution und Pfadabhängigkeit, die hier eine Rolle spielen. Und manchmal entsteht er eben nicht. Und wenn es Transitionsprozesse gibt oder große gesellschaftliche Umbrüche, dann kann der bestehende vorpolitische Raum, die bestehende Bürgergesellschaft schon auch einmal kaputt gegangen sein. Und Voraussetzung dafür, dass überhaupt so eine Bürgergesellschaft entsteht, ist eben auch die Vorstellung und die ihr folgende Praxis, dass der Staat nur ein subsidiäres Dienstleistungsunternehmen ist. Dass nicht der Staat jenes Gehäuse ist, in dem der Einzelne überhaupt er selbst wird. So wie es von Arnim, also Achim von Arnim, nicht der Staatsrechtler, einmal formuliert hat. Immer strebe zum Ganzen und kannst du selber ein Ganzes nicht werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an. Naja, wenn man über den Staat so nachdenkt, dann gibt es den Staat und die Einzelnen, die sich dem Staat anschließen oder die geführt werden von den, um das göttliche Wissen, wissenden Anführern des Staates. Nö, der Staat muss sich verstehen als ein Dienstleistungsunternehmen. Das darf es, Schutz nach außen zu organisieren, Rechtssicherheit im Inneren, Gerechtigkeit, idealerweise auch soziale Sicherheit. Und eine solche politische Praxis, die überhaupt erst das Entstehen der Bürgergesellschaft befördert, die Voraussetzung dafür ist, dass man sich zu einem liberalen Menschenbild bequemt, dass dem Menschen was zutraut, auch Selbstorganisation zutraut, dass man sich zu einem liberalen Gesellschaftsbild durchringt, dass der Gesellschaft und ihrer Selbstorganisation die Priorität vor allem staatlichen Eingreifen zuweist. Und dass man sich zu einem liberalen Staatsverständnis versteht, dass der Staat nicht der Dominator ist, sondern der Staat eben eine Dienstleistungsagentur. Das alles ist ebenso schwer herbeizuführen wie manch anderes, was Demokratie und Demokratisierung braucht. Aber damit befassen wir uns erst in der nächsten Stunde. Für heute wünsche ich frohes Verdauen der üppig dargereichten Informationen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.